Hallo, guten Abend da draußen, guten Tag. Wo ist denn jetzt das Spiel? Da ist das Spiel. Ich habe ja schon häufiger Stalker gespielt hier als Stream. Gar nicht so häufig. Ist jetzt vielleicht der, lassen Sie mich schauen. Nicht nur vielleicht, sondern es ist auf jeden Fall der, okay, ich weiß es nicht. Vielleicht fünfte Stalker-Stream oder so? Ja. Und das Spiel hat bei den treuen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht so viel Anklang gefunden. Und deswegen habe ich es einfach zwischendurch aufgehört. Und auch ich hatte zwischendurch gedacht, ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber jetzt habe ich wieder Bock drauf. Hin und wieder, so alle paar Monde, kommt es vor, dass ich dann Lust auf Stalker Shadow of Chernobyl habe. Habe es noch nie durchgespielt. Bin jetzt ungefähr an dem Zeitpunkt schon drüber hinaus, wo ich auch bis wohin ich noch nie gespielt habe. Habe es nämlich schon mal hin und wieder angefangen. Und jetzt will ich es aber mal durchspielen. Ne? So. Und es wird jetzt keine Sorge, ich werde jetzt nicht anfangen, jeden Mittwoch oder Donnerstag Stalker zu spielen oder Sonntag. Nein, nein, nein. Mittwoch, Shantae Riskis Revenge. Donnerstag, Nine Parchments mit Ilberic Sackville. Auch Stedu genannt. Wollte ich ja gestern schon, aber der Controller hat nicht funktioniert. Habe ich jetzt den Xbox One Treiber installiert, jetzt funktioniert es und alles ist gut und jeder freut sich, alles ist toll, Wunderbärchen. Dann können wir am Donnerstag schön Nine Parchments spielen und wie gesagt am Mittwoch Shantae Riskis Revenge. Bis dahin wollte ich aber quasi den von gestern nachholen mit diesem Stream hier und hatte auch vor nicht so vielen Tagen erst den das letzte Mal also am 18.12.2020 gespielt. Fuck the Wurst. Frag mich nicht, was das heißt und was ich mir dabei gedacht habe. Wurst. Ach ja, ich weiß, was ich mir dabei gedacht habe. Kitty Cat, miau miau! Wuhu! Ich habe nämlich ganz viel Flashes Eye gesucht, ist aber nicht gefunden. Das ist Teil eines Tieres, also ein Auge, nämlich von einem Flash. Und ein Flash sieht aus wie so eine abgeschnittene Wurstende auf zwei Beinen und oh, es hat den ganzen Stream gedauert, bis irgendeiner von diesen blöden Flash mit so einem Auge gespawnt ist. Ja, war sehr traurig. Beziehungsweise nervig. Den habe ich nämlich auch vor ein paar Tagen, gestern oder vorgestern angeschaut und mal endlich bei YouTube ordentlich getaggt. Also mit den Timestamps, was ich hier gerne mache. Als kleiner Service für die Leute, die es über YouTube schauen. Und jetzt will ich aber ja, weiterspielen. Und fange jetzt einfach mal an. Die Sonne ist gerade so im Begriff des Untergehens. Deswegen ist es auch gerade so mit der Helligkeit hier eigentlich ganz, ganz schön, oder? Eigentlich ganz schön. Nur jetzt spielen wir los. Fuck the Wurst. Und ich glaube, die Safe Games. Seht ihr, wie lange ich gebraucht habe? Ich habe bis 0:41 Uhr dann gespielt. War das noch mit Sommerzeit oder sowas? Vielleicht ja. Ist alles so späte Speicherstände. Da habe ich vielleicht doch nicht ganz so lange gespielt. Auf jeden Fall hat es trotzdem aber lange gedauert. Jetzt schauen, dass ich den richtigen Speicherstand hier erwische. Ich lade erstmal den neuesten und dann schaue ich, wie der sich im Vergleich zum Quicksave oder was ich davor hatte, verhält. Ob irgendwas fehlt, ob ich was habe, ob ich was nicht habe. Habe ich eigentlich leise gemacht? Ja, klar, habe ich leise gemacht. Sicher. Das passiert mir doch nicht mehr als Profi. Nach 130 Streams, da sollte mein 131. Stream übrigens. Habe ich letztens gezählt auf YouTube, was ich schon hochgeladen habe. Und ich habe auch kein. Es gibt. Ja, es gibt wirklich nur Kackvideos dann aber auch. Wie gestern zum Beispiel, als ich mich dafür entschuldigt, schrägstrich mich darüber ausgekotzt habe, dass es nicht funktioniert hat mit dem Controller. Sowas habe ich noch nie hochgeladen dann. Aber so die echten Streams, die sind alle oben. Und da konnte ich dann eben auch ganz gut zählen. Bisher 130. Und am 7. Mai dieses Jahres. Ist das Stream-Jubiläum? Okay, die Maus ist irgendwie gut eingestellt, ja. Stream-Jubiläum am Freitag, 7. Mai, glaube ich. Dafür werde ich mir auf jeden Fall irgendwas Witziges einfallen lassen. Was es ist, weiß ich noch nicht. Aber es wird Bombe. So, apropos Bombe. Lass uns doch mal eben sehen, wie das Spiel nochmal funktioniert. Das bin ich also. Hatte mich anders in Erinnerung. Naja, hier drin habe ich keine Waffen.
Okay, das war jetzt hier 21 Uhr. Ist da ein Unterschied zwischen den Speicherständen? 21 Uhr 46 beides. Ach komm, nehme ich den neuesten hier. Den Hard Save. Ja, habe ich doch gerade auch geladen. So. Hab ein bisschen Hunger, aber das macht ja erstmal nichts. Wer bist du? Ich. Davon kriege ich auch manchmal Kopfschmerzen. Außerdem, mein Russisch ist auch nicht so gut. Ich werde jetzt... Das macht doch auch Spaß. I work as a dealer of information. I sell imported info and buy charts, documents and lab records. My information is valuable and very useful to the one who possesses it. Das, was er hat, habe ich, glaube ich, schon alles auch mal... Das weiß ich alles. Brauche also mir gar nicht kaufen. Aber wie teuer ist es denn? Right now I can sell you information about Strelox Group virtually for nothing. 4.000 Rubles? Wie viel habe ich? Ach so. 105.000. Trotzdem zu viel Geld. Nein, no, I changed my mind. Hast du einen Job für mich? Kill Master Stalker. Okay, was habe ich denn eigentlich für Jobs? Oh, hier, lass uns mal eben aus der Bar rausgehen. Die Geräuschkulisse ist mir auch immer viel zu viel. Dann lieber einfach nur im Regen stehen und bum bum bum, Donner Donner und Blitz. Ja, and I say I go out. So shut up. Ah. Das ist mal Atmosphäre. Das mag ich an Stalker. Die Atmosphäre. Was haben wir hier? Wir haben einen Kneif. Damit kann man Leute kneifen. Ich habe hier meine Taschenlampe, die auch keine Batterie benötigt. Und ich weiß hier, genau, hatte ich noch meine alten Westen. Wenn ich mal eine, ja, wenn mir mal eine Rüstung kaputt geht, dann habe ich die hier noch liegen. Ich hatte hier auch mal mehr. Ach ja, richtig. Artefacts und so, aber die habe ich alle verkauft. Okay, okay, okay. Dann, was habe ich hier? Okay, auch da gibt es keine Waffe. Hier habe ich dieses coole Ding. Das Licht nochmal wieder. Lassen wir es mal an. Also, Knife und das hier. Ah, und Granaten. Und Binoculars. Okay. Das ist also meine Waffe. Die HKG-36. Und ich muss... Ich kann nur ein Kilo tragen. Was bringt mir eigentlich dieser ganze Platz hier, wenn ich das alles nicht tragen kann? Was ist denn das? Irgendwas muss ich verkaufen. Woran liegt's denn? Habe ich zu viel Essen? Zu viel Bandages? Aber das brauche ich auch alles. Kann ich ein Kilo tragen? Ah, oder wie teuer ist denn, wie schwer wiegt denn mein... 7 Kilo? Hier, Wodkas. Ach, 14 Medikits. Okay, ich habe schon ein paar Sachen. Aber man kann auch, ich weiß, man kann das auch in irgendeiner Indie, muss man einfach nur einen Wert ändern und dann hat man auch all den, also dann kann man sich einstellen, dass man mehr tragen kann. Aber ja, ich habe das nicht gemacht. Weil ich dachte, ist mir doch ein bisschen, ist ja auch irgendwie cheaten. Dann muss ich halt mit dem klarkommen, was ich wirklich brauche. Okay, und ich habe hier zwei verschiedene Arten auch an Munition. Und ich weiß, die sind gegen Armut, also gegen hier Rüstung. Und die sind gegen alles. Ja, dann nimm doch mal. Aber jetzt habe ich die von Rüstung drin, ne? Und ich kann das doch auch ändern, indem ich T drücke. Ja. Ich komme langsam wieder. Muss mal kurz hier einfach in die Steuerung gucken. Dann verheizen wir doch erstmal. Ja, vielleicht werde ich auch gleich eher gegen Stalker schießen. Ich lasse jetzt einfach mal die guten Rüstungsbullets. Dann lassen wir zusammen in die Controls gucken. Nach links und rechts, oben, unten gehen, das kriege ich hin. Ja, kein Problem. Stimmt, ich kann ja low crouchen und dann auch besser zielen. Das hätte ich sonst schon wieder vergessen. Siehst du, gut, dass ich reingeschaut habe? Sprinten, ich kann mich nach links und rechts lehnen, das ist ja immer wichtig. Zoom, Reload, Grenade Launcher habe ich auf 4, Next Firing Mode auf 5. Was ist jetzt was? Ah, das ist wahrscheinlich Grenade auf dem hier. Nehmen wir auch nicht. Kann ich mich mit... Doch, ich kann hier schießen. Wieso kann ich dann keine Grenades
Schießen. Ah, okay, guck mal, unten, da ändert sich unten rechts. Ach, da ist mein sexy Face vor. Jedenfalls kann ich hier also Automatik oder Einerschuss. Machen wir Automatik mit dem Ding. Okay, das ist also Maus. Maus. Mausi, Mausi, Mausi. Maus 5. Grenade Launcher auf Maus 4. Ah ja, habe ich wahrscheinlich einfach nicht, deswegen geht das nicht. Ah, okay. 5, 4 und 3 habe ich auf Inventar. Genau, weil ich da viel bei muss. Okay, okay, okay. Genau, Inventar, meine Active Tasks, Map, Contact, Flash Vision, Flashlight, Night Vision. Bandage auf X, Medikit auf Y. Da waren die also. Dann. Multiplayer interessiert mich nicht. Gucken wir uns mal eben an, was ich hier so habe. Habe ich irgendwelche? Ich habe nämlich keine Quests, die auf Zeit gehen. Das wäre nämlich das Schlimme halt letztes Mal, dass beim letzten Stalker-Stream, dass ich mich beeilen musste. Und deswegen auch das mit dem Flash-Eye hat mich sehr genervt. Die Map braucht auch mal ein bisschen mich findet, aber hier bin ich. Da ist... Entschuldigung. Return the rifle to the hunter. Okay, ein Stash haben wir hier. Diary. Ja, wir wissen nicht, wer wir sind. Wir machen ein bisschen was für Sidorovic. Die Trader haben irgendwie ganz viele Infos. Ich habe Strelok Stash auch schon gefunden. Nachdem ja, mich Leute von seiner alten Truppe hier und dahin geschickt haben. Dann ist Fang und Ghost, das weiß ich noch. Das waren die beiden Buddies von Strelok, die aber keine... Ah, hier steht es irgendwo. Ghost. Den will ich finden, damit ich Strelok finde. Military Documents. Genau die. Worum geht's bei denen? X18. Vielleicht ist es Zeit für den Stalker mit der Brille. Also, und wie gesagt, es geht um das Spiel Stalker. Ich mache hier keine Schweinereien. Und will auch nicht, dass irgendwer getriggert wird. Das tut mir leid. Deswegen ist es ja, also, deswegen der Stalker mit der Brille. Die habe ich länger schon nicht mehr abgewischt, sehe ich gerade. So staubig. Und wisst ihr was? Das Tolle an so einem spontanen Stream ist auch, ich kann jetzt einfach mal hier so sitzen und warten und meine Brille eben nebenbei strubeln hier, weil sowieso niemand zuguckt. Aber ich hatte, wie gesagt, einfach mal Bock, Stalker zu spielen. Ein Greeting Stalker. Das sag ich auch so gerne. Ach, ist laut hier, ne, im Regen. Ich lade übrigens auch gleich neu von dem Speicherstand, also von dem neuesten Speicherstand. Damit ich jetzt durch die Zeit, die ich hier verplemper, in meinem PDA nicht irgendwie irgendwas und so. Aber komm, lass uns nochmal kurz reinkommen. Kurze Lesesession. And damn it, it's all the haze now. I remember a car. They drove me somewhere for a long time and my whole body hurt. There was darkness. What happened before that? I have no idea. So confused. And this fat guy calls me the marked one. Probably because of the strange tattoo on my arm. And then there's this weird mission to kill some guy called Strelok on my PDA. Is it even my PDA? I don't know. Looking at Strelok's photo, I'm not even sure if I knew him or not. Damn it! It's all like a bad dream you can't wake up from. What to do? Where to go? And worst of all, who am I? Okay, calm down. Control yourself. The first thing I'll have to do is do some jobs for this Sidorovic. He claims to have saved my life after all. It shouldn't be too bad. I'll take a walk, calm down myself, and perhaps my heart will be clearer. Diese komischen Pünktchen hier, ne? Dieser dreckige Font, finde ich ja schon wieder nervig. Ist immer bei einem N. Jetzt habe ich es herausgefunden. Immer bei einem N. Wirklich. Kann ich nicht leiden. Well. Got some fresh air. Saw the local wildlife. Interestingly, I seem to remember some of it already, but it's all in a haze. Had a chance to try the local amusement, called Anomalies. Judging by the fact that I survived, you've probably come across them before, but my brain stubbornly refuses to remember. Sidorovic. He's one clever bastard.
He knows he can use me almost for free, and that's exactly what he wants to do. Still, maybe he'll help me find this bloody Strelok fella. He's my only connection with my past. So, I am going on my first deep raid into the zone. The target is the Agrobrom Research Institute. I need to recover some documents belonging to a military expedition. Apart from the mission, the trader gave me some information about an area to the north. And the way to the zone center, where the brains boil, probably more of a legend than a fact. But since there's clearly something wrong with my head, I probably should take a look at it and talk to some people. You never know. Maybe I've been there before. Also, the trader told me that Strelok discovered the way to get through the area, and the traders want to know it. Their reasons are clear. They want to access untouched artifact fields. Well, I'm going to help him, I guess. The trader didn't let me down, and I'm grateful to him. He gave me a leg up in my search for Strelok. Apparently, a stalker called Fox has shown up nearby and is asking for help. Sidorovich thinks Fox might know Strelok. Okay, if that is so, then let us just for this moment control the audio, and it is not as loud as I thought it was, so I hope you can hear me. And if you can't, I'm sorry. No, don't. Okay. Diary, first and foremost, I met up with Fox. It's that bad news, good news scenario. The bad news is that he knows little about Strelok. The good news is that his brother called Siri knows more. It seems Siri is in a hangar about 2 kilometers north of here. Some dump full of radioactive waste. My task is clear. Get there before he leaves. I already met him. My hopes of learning something about Strelok must be put on hold for a while longer. Siri sent me to meet a stalker called Mo, who apparently knows the location of Strelok's secret stash. Not much, but if he's right, at least I would have something. Who knows? Maybe I'll learn something useful there. Meeting Mo. Well, meeting Mo paid off. It seems that the group's stash really exists, and it's located in the catacombs below the institute. I'll have to go there. I don't know what I'll find there, but I hope this stash helps me solve my own mystery. Well, it seems that this stash gave me a new direction to follow. I found a flash drive with what appears to be a diary used by Strelok's group. Despite a few entries, I could work out that the group had 2 other members, Ghost and Fang. The diary also mentioned a mutual friend. Maybe this is us, I don't know. But I don't know whether he was part of the group. He definitely helped them out, that's for sure. According to Ghost entry, Fang died when they were ambushed, so at last, I have something solid. The name of someone who definitely knows Strelok. Ghost. As for Strelok himself, maybe somewhere in the north of the zone. I looked through the documents found at the Institute. It appears that the Institute was used as a front for an unofficial lab called X-18 in the years preceding the accident. This lab hosted a number of very unusual experiments. Its location isn't clear from the documents, and the military don't seem to know anything about it either. Well, the blood thickens. But perhaps this is the starting point which the traders need. Now I have to travel further north to a trader known as the Barkeep, and this is the one we saw in the bar, the 100 Rats bar. I met with the Barkeep. Having looked through the documents from the Institute, he thinks that this X-18 is in the so-called Dark Valley, and asked me to go there to look for information and documents. He says he sent duty scouts to get into the underground vaults there, but they disappeared. The Barkeep thinks they were captured by bandits who have a base nearby. If that's true, everything those duty guys found will be in the hands of Borov, the leader of the bandits. The Barkeep told me to be careful and, clearly, didn't tell me everything about these underground walls. Oh well, time to get to work. First of all, I need to go pay Borov a visit, and if the conversation goes well, I'll explore the underground. PDAs. Gibberish text that looks like a cipher. Uh-huh.
ja, wir haben den Text hier schon durchgelesen. Hat nicht viel wirklich erklärt, deswegen lasse ich das nochmal. Okay, Encyclopedia, da gucken wir vielleicht einmal später. Erst einmal wollen wir auch mal ein bisschen spielen, ne? Finde ich. Laden deshalb den Speicherstand neu. Dann haben wir auch die eine Bullet-Video, die wir verschossen haben. Und ja, dann schauen wir mal, wo es hingeht. Vielleicht suchen wir erstmal die Waffe für den einen Typen. Aber wirklich, ich muss... What you looking at, huh? Okay. Sorry. Du bist doch hier Hunter, ne? Not yet. Das ist der Typ, für den wir die, die Waffe finden sollen. Seine Family Rifle. Yes, 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 yes. So, und... Oh! Du bist auch interessant. Duty die, guys. Hmm. What do you think the barman knows about what the scientists dug up? Maybe he even hooked up with science? Seems like lately he finds more experienced stalkers and gives them strange assignments. Doesn't explain anything. Just says, go there and here. And the places are dangerous and no good is inside. What the heck is he looking for there? You don't know anything else. Okay. Ja, 300 Rubel. Kann ich ihm was... Ein bisschen Wurst verkaufen? Es wiegt halt alles so viel. Andererseits... Oder ich verkaufe einfach mal ein paar von den Artifacts. Welche habe ich denn überhaupt equipped? Urchin. Minus Radiation plus 100 Bleeding. Aber ich hatte da auch hier... Minus so und so viel Bleeding. Dafür Burn und Chemical Burn. Oh, und das... Ups. Habe ich auch noch nicht weg. Okay, aber dann weiß ich das schon mal. Radiation weniger zu haben, ist schon praktisch. Ein Electric Shop, ganz ohne Nebenwirkungen. Plus 5 Radiation. Ah, das kann ich dann ja mit dem hier wieder kombinieren. Dafür weniger Rupture von irgendwelchen bösen Viechern. Und hier das mit dem Bulletproofing. Okay, okay, okay. Was haben wir hier denn? Plus 200 Health. Hm. Plus 400 Health. Wow. Wowzer. Minus 20 Radiation. Minus 18 Endurance. Aber plus Endurance habe ich ja gerade nichts. Weißt du was hier, Barkeep? Ich gebe dir mal einmal so ein... zwei von den Stoneblood... Dingern, weil manchmal braucht man auch die Artifacts für irgendeine Quest und dann sucht da jemand nach und bla bla bla. Du vielleicht? Du vielleicht? Nee, kein Master Stalker killen. Hast du irgendwas? Nee, Bohrhof auch nicht. Und dann verkaufe ich sie einfach so. Und zwar. Komm, einmal den. Und noch einmal den. Und von jedem immer einen behalten, weil, wie gesagt, kann manchmal ganz wichtig sein. Anti-Red Drugs 25. Mal wirklich. Da haben wir noch. Aber wenn ich so viele von denen habe, brauche ich den Wodka nicht. Made by the GSC Company. Das ist übrigens der Entwickler des Spiels. GSC Game World. Weißt du was? Dann verkaufen wir den ganzen Wodka. Vielleicht einen behalten. Vielleicht will ein Buddy ja mal einen haben. Wobei ich auch Wodka die ganze Zeit finde. Energy Drink kann schon ganz praktisch sein. Aber 25 Anti-Red-Dinger brauche ich nun auch wieder nicht. Komm, da verkaufe ich erstmal ein paar. Wenn wir 10 haben, reicht das nicht? Ach komm, oder 15. Ach komm, wenn wir 20 haben. Aber auf jeden Fall nicht 25. Das ist ein Unterschied. Ich habe auch ein paar Grenades, die ich noch nie benutzt habe. Small Radius of Shrapnel Damage. Large Radius. Was ist natürlich zwischen Defensive und Offensive Grenade? Bei Large? Vielleicht? Hm. Auf jeden Fall... Ja, werde ich die auch lange nicht benutzen. 5 von jedem. So. Die Bullets, die ich habe, die Medikits verkaufe ich auch nicht. Fressi, behalte ich auch erstmal noch. 29 Bandages, super, da kommt man schnell mal durch. Komm, dann
Die brauche ich nicht, Wodka brauche ich nicht. Ja, komm, hier. Nimm. Nimm einfach. Komm, nimm jetzt. Was habe ich eigentlich für eine Suit? Welcher ist besser? Och, der ist besser. Wieso habe ich denn dann diesen scheiß Anzug da an? Wait. Ist der, den ich hier draußen habe, noch besser? Das Bild ist ja auch, Rüstung geht ja auch kaputt. Dann muss man sich immer wieder neue kaufen. Beziehungsweise man kann sie auch hier und da reparieren. Aber ja, halt auch nicht immer. 50, 50, 50, 40. 50, 50, 50, 40. 30, okay. 50, 50, 30, 30. Okay. Ah, deswegen habe ich den genommen. Weil der ist halt für gegen Explosions und Bullets viel besser. Das heißt, den hier sollte ich nehmen, wenn ich, ja, als Stalker irgendwo in irgendeiner verlassenen Ruine nach irgendwas gucke. Und den hier bei der großen Ballerei. Der wiegt aber auch wiederum 5 Kilogramm, dann kann ich weniger mitnehmen. Arg! Immer diese Entscheidungen. Was habe ich denn vor? Ich will... schon unfair. Also ist es nicht. Ist eigentlich auch... Macht ja alles noch ein bisschen interessanter dann, aber... Burn, Electric... Ach, das kommt auch recht wenig vor. Radiation kommt halt häufiger mal vor. Aber komm, wir gehen erstmal... Ich weiß dann jetzt auch schon... Ups. Wenn ich so einen Suit brauche, dann habe ich den hier liegen. Ja, komm, den lasse ich jetzt hier liegen. Ach! Drop it like it's hard. Ja, dafür kann ich jetzt auch wieder Sachen tragen. Das ist doch schön. Jo. So. Getalkt haben wir. Hier kann man pinkeln, aber muss ich gerade auch nicht. Vielen Dank fürs Angebot, aber... Wir wollen... Daryl haben wir schon geguckt. Diese Family Rifle finden. Wobei, nee, wollen wir nicht. Denn die befindet sich im Wild Territory, wo sich dann wieder eine ganz andere Cutscene ergibt, wenn wir da reingehen. Aber vielleicht ist es auch Zeit, das zu tun. Oh, oder wir machen Sneak into the base. It's all about that base. About that base. Und weiter rausbesuchen kann auch nicht. Ach so. Ist das... Zoom in ist plus und... Funktioniert auch einfach nicht. So, ich bin. Nein, das ist Bo. Und Dark Valley war aber voller Anomalien, oder? Habe ich gehört? Wild Territory. Castan Yanta. Vielleicht machen wir mit der. Komm, wir gucken, wir suchen jetzt die Family Rifle. Das habe ich nämlich schon mal versucht und irgendwann habe ich dann neu geladen, weil das einfach viel auf einmal war. Viel Geballerei und viele komische Leute. Und genau, nee, weil ich die Mission nicht erfüllt habe, weil da ein Typ hier ein Scientist war, den ich retten sollte, der aber einfach gestorben ist, weil ich zu spät kam. Ja, tut mir auch leid. Da gehe ich jetzt hin. Aber da weiß ich auch, was mir erwartet. Da. Wir haben jetzt auf die Minimap kurz geschaut, dann weiß ich auch, wo es lang geht. Und dann weiß ich auch, nehme ich vielleicht lieber die Armor Bullets. Das sind doch Armor Piercing. Genau, nehme ich die hier. Also. Tauschen mit Hilfe des Buttons T. Richtig. Und gehe ich immer noch hier richtig lang? Ja, das muss ich auch wirklich sagen. Diese Stadt hier, Rostock nennt die sich. Wirklich. Aber mit K, nicht CK. Ist nicht einfach. Oh, nicht fallen lassen. Ja, hättest du mal gern gehabt, ne? Oh, nee, du wolltest nur was trinken. Okay. Wie kriege ich denn... Ach ja, kriege ich denn hier unarmored? Ach, weiß ich auch nicht. Let's talk. Who are you? Значится, контролёр слепого пса всяким штукам. На задних лапах там ходить мёртвым притворяться.
Дело туговато идет. А рядом зомби стоит и прикалывается. Jetzt können wir reden. Ah, wenn man eine Waffe gezogen hat, halt nicht. Selbst bei einem Messer nicht. Die Merks. Eckheads. Who? What? Eckheads? Wahrscheinlich die Scientists? Wegen dem Nobelpreis? Nobelpreis? Ihr habt Spaß, ne? Hier an eurer Tonne. Petja King, hello. Everybody's gone nuts around here. The Confederate with his group have returned from a raid and dragged a bunch of artifacts in. Mamma mia! Of course, Confederate is silent. Don't utter a word, as usual. And all of these guys are joking around as if they went up to the Yukon and struck gold. The swine! Okay, I don't know what he's talking about. Und das interessiert uns auch alles nicht. Wir wollen hier theoretisch weiter, aber ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Hoch? Wahrscheinlich nicht. Doch. Doch, hier ist richtig. Hallo. Hier bin ich richtig, richtig? Ja. Das ist richtig. Oktober steht da. Meiner Meinung nach. Ich habe ja auch schon, stimmt. Das ist praktisch, dann sehen sie mich nicht so sehr. Let's move to the next level. One step beyond. Okay. Quick save. Quick load, weil ich habe schon Lust auf Regen. Der kommt dann ja manchmal, wenn man sowas macht. Wie bei Gothic mit den Soundbugs. Ah, siehst du? Da ist es hier. Diese Taste ist es. Ah, okay. Der kann ja auch weit schießen. Lass mal. Laufen wir hier mal ein bisschen lang. Okay, jetzt ist der Ton auch wieder aus. Das will ich. Okay, beautiful ist auf jeden Fall was anderes. Machen wir doch mal hier so Licht an. Wo ist der Sturm? We've got visitors. Some stalker is coming right at us. What do we do? Don't you know what to do with witnesses? Finish him and make no fuss. They're talking about me. I don't want to die. Let's save, fucking... Guys! Look at this. Oh, ja, genau. Ist übrigens auch... Ah, stimmt. Das war ein Tag, das ich ganz vergessen habe. Ist ja übrigens Hard Mode hier bei mir. Welches nehmen wir davon weg? Unmodded vielleicht? Nehmen wir weg. Ja, unmodded. Und dafür Hard Mode. Ne? Weil ich so ein taffer Typ bin. Halt einfach. Komm, und dann mache ich auch mal die Stream-Info anders. Das interessiert auch keinen. Erster spontaner Stream. Master Difficulty. Aber total schlecht? Nein. Master. Wie habe ich die denn früher immer genannt, die Stalker-Streams? Pass auf, mir fällt gleich was ein. Blind and Hard Mode. Hard Mode and Blind. Deutsch.
Die Streaming-Titel wirklich finde ich echt immer schwierig. Blind. Deutsch mit UV. Nee. UV ist es ja auch nicht. Hallo, Miss Timber! Ja, ich habe mich einfach mal dazu entschieden, einen spontanen Stalker-Stream zu starten. Und jetzt wollte ich nochmal den Stream-Titel verändern und mir fällt einfach nichts ein. Hard Mode in Blind. Auf Deutsch. Ja. Aber in Englisch. Ach, ist doch alles egal. Ja, ich habe mich beruhigt. Weil es ja jetzt auch funktioniert hat und ich einfach nur einen alten Treiber installieren musste. Und das, jetzt geht alles gut. Du siehst, wie schön dieses Spiel ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber das war mit eins deiner Lieblingsspiele, die ich hier immer gestreamt habe. Ah! Und ja, das ist Ironie. Und das weißt du wahrscheinlich auch selbst. Wo stehen die denn jetzt? Ja, nein. Ich will jetzt aber ja nicht sterben. Kann ich irgendwo... Ah, rennen wir. Ja, oh, hier in Deckung. Ach, endlich. Ach, endlich wieder Stalker oder ach, endlich, ich hab den, ich hab's geschafft. Ah. Ist er jetzt mal tot? Oh, okay, aber viel getroffen hat er nicht. Das ist ja schon mal gut. Ey, ich hab doch Nachtsicht an und sehe trotzdem... Shit! Da war doch einer, oder? Ja, da, genau da! Ich glaube, ich habe jemanden schreien hören. Ah, der Controller, ja. Ja, und das Witzige ist, ich habe es auch noch am selben Tag hinbekommen. Also ich glaube, ich hätte einfach... Hätte ich die ganze Sache mit etwas mehr... Aha. Mit mehr Kontenance angegangen. Wäre ich die Sache mit etwas mehr Kontenance angegangen, dann hätte ich es wahrscheinlich sogar noch gestern recht schnell geschafft. Aber ich war ja so außer mir. Ist da wieder jemand oder nicht? Ja, ich glaube schon. Dem Schreien nach zu urteilen, ja. Ja, dann hätte er die Katze erwischt. Aber ich war halt außer mir. Und deswegen kein Controller. Aber nächste Woche Shantae am Mittwoch, ne? Steht schon mal nichts im Wege. Und, nein, Parchments auch nicht. Mit deinem Gott eines Gatten. Wer schießt? Da hustest du, ne? Noch kannst du husten, gleich bist du tot. Erfreu dich an deinem Husten, solange du kannst. Schneidet sie eigentlich, oder was ist das, was das Nachtsichtgerät hier nicht alles sieht? Ist das Staub? Mann. Und näher ran. Außer... Ah, ich bin ja noch hingehockt. Außer rennt und bannt. Auf jeden Fall. Aha. Brajinjek. Parmesan! Was mit dem Parmesan jetzt? Oh, komm! Ah, was? Wo? Hä? Es ist ja auch noch eine Radiation-Kacke. Ach, ey. In Stalker kam es auch echt nicht leicht. Aha!
Und was ich auch gesehen habe, am 7. Mai habe ich nämlich geschaut, als ich mal gezählt habe, wie viele Streams ich eigentlich schon gemacht habe. Das ist heute mein 131. Stream, Mestember. Und du warst bei, also bei vielen dabei. Und ich renne da jetzt einfach mal hin. So. Und das mit dieser Night Vision ist aber auch kein Geschenk. Man kennt ja gar nichts. Und ich will sagen, dass ich muss mal kurz hier in der Ecke stehen und heulen. Was will ich sagen? Am 7. Mai 2020 habe ich das erste Mal gestreamt. Und das heißt, am diesen 7. Mai, das ist ein Freitag, werde ich mir irgendeine kleine Jubiläumssache auf jeden Fall ausdenken. Vielleicht wird es einfach ein Just Chatting. Wahrscheinlich sogar. Ja, wahrscheinlich sogar. Ich frage mich, wer da einschaltet. Aber auf jeden Fall Jubiläum. Ist ja schon mal süß. Irgendwie. Finde ich ja. Sollte man auf jeden Fall feiern. Nee, hoch sollst du. Aha, habe ich die also doch schon gut erwischt. Okay. Ich glaube, dann habe ich sie alle ganz gut erwischt, ja. Nice. Ja, ein Stalker-Suit haben wir ja auch wieder. Brauche ich aber jetzt gerade gar nicht. Oder ist das ein Stalker? Ja, das ist ein Stalker-Suit. Was hast du so? Nehme ich. Die Dinger brauche ich nicht, ne? Ich brauche 556er, nicht 545er. Oh, ein Artefakt, das kann ich gut verticken. Was hat der hier für Munition drin? Ah, da ist meine aber auf jeden Fall tausendmal besser. Ich brauche 556er, er hat 545er. Lassen wir die hier also. Dismount Scope, okay. Lassen wir die also mal liegen. Und kann ich das? Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht aus meinem, auf meine Waffe setzen. Gibt mir 200 Rubels und wiegt 0,2. Ist das ein guter Wert? Kann ich eigentlich auch hier liegen lassen. Was hast du? Anti-Red nehme ich mit. Und, Moment, sind das 556er? Nee, auch 545er. Ach, oh Gott. Hä? Nein, ist jetzt meine Stimme komisch? Das habe ich schon mal gehört, dieses Geräusch. Und ich weiß noch, nachdem ich darüber nachgedacht habe, wo das herkam, dass es mit diesem Geräusche, mit meiner Stimmgedöns zu tun hat. Aber ich sehe nicht, dass das jemand eingesetzt hätte. Deswegen wundert es mich. Ich glaube nicht, dass es da ist. Oder doch? Fände ich ja schon ulkig, wenn ich jetzt ulkig klinge. Soll ich irgendwas singen? Ach, oh, ich habe mich nur verletzt. Dann tut's mir leid. Dafür, ne? No, I killed them all, my friend. Ja, tut mir leid. Aber siehst du, jetzt bin ich schon wieder hier übergewichtig. Ach ja, die wollte ich auch. Die will ich ja gar nicht mitnehmen. Ah, immer dieses Inventory Management. Habe ich jetzt den Suit mit? Ah, den habe ich sogar mit. Von da hinten. Ne? Ja, habe ich dann mit. Ist hier noch was irgendwie drunter? Ah, Moment, ist hier nicht wirklich was sogar? Ah, ist also irgendein Stash, den ich noch nicht aktiviert habe, weil ich mit der Person noch nicht geredet habe. Was war denn das für eine Waffe? Die kenne ich noch gar nicht. Glaube ich. Und er ist auch in allen Belangen schlechter als meine. Ah, das ist ja auch eine German, ne? Die Heckler und Koch. Nicht so ein ZM-Ding. Ja, komm, lass ich hier liegen. Bringt halt nichts, ne? Ist halt alles viel zu. Wiegt alles viel zu viel. Ne, Bandages, die kann ich noch mitnehmen. Oh, und das ist doch das, was ich brauche, ne? 556er? Ja. Den nehme ich auch mit. So, komme ich von da oder muss ich dahin? Ne, dahin muss ich. Da komme ich nicht her. Hier habe ich doch auch noch irgendwas zurückgelassen. Hier waren doch auch.
wie heißt. Hier war doch ein Artefakt auch noch in der Ecke. Und hier, guck mal, unser Typ hat Hunger. Geben wir mal eine leckere, ja, Diet-Wurst. Die gute von Aldi. La Tessa hieß sie doch, ne? Deswegen piept es auch die ganze Zeit. Wo ist das? Ist das meine Schraube? Ja. Speichern wir mal eben schnell und gehen locker drumherum. Hier in der Mitte ist doch frei, oder? Ja, der Schraube wird nichts angetan. Und da ist noch nicht mal was. Siehst du, Stash muss man halt aktivieren. Das bringt halt nichts, einfach so durch die Weltgeschichte zu latschen. In diesem Spiel. Finde ich ja ein bisschen schade. Also es lebt halt von der Exploration. Aber da muss man immer erst dann exploren, wenn man schon mal woanders war. Und den richtigen Trigger aktiviert hat, damit man da an den Stash kommt. Jellyfish, glaube ich, war das. Noch irgendwas hier? Ich finde, das sieht so aus. Es müsste da eigentlich irgendwas sein. Da ist aber nichts. Da hinten? Nee. Mestemma, wie geht's? Bist du überhaupt noch da? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass du bei diesem Spiel jetzt noch da bist. Aber ich kann mir vieles nicht vorstellen. Aber ich kann mir auch vieles vorstellen. Ich habe eine Menge Fantasie. Genauso wie SpongeBob. Ach, wie gesagt, selbst wenn ich was finde, finde ich ja nichts. Weil ich dann den Stash noch nicht aktiviert habe. Trotzdem gucke ich hier mich um, weil es kann ja sein, dass hier trotzdem auch irgendwo ein Artefakt einfach rumliegt. Ja, da war ja gerade drin, da ist ja auch nichts. Guten. Kann man schon mal zurück und Sachen verkaufen, weil ich jetzt schon wieder so viel wiege. Aber wobei, ich kann den Stalker... Moment, genau. Ich lege einfach den Stalker-Suit, weil ich denke mal, auf diesem Weg werde ich auch zurücklatschen. Den werde ich ihr platzieren. An diesem Punkt ist der Stalker-Suit jetzt gedroppt. Und ich weiß auch, wenn ich dann ihn doch brauche für irgendwelche Anomalies oder so, dann gehe ich hier halt zurück. Aber mit meinem Bulletproof Rüstungsding hier fühle ich mich schon gerade recht sicher. Außer Red and Band. Ja! Yeah. Welche ist jetzt... Ja. Ah, siehst du, haben wir es wieder schön. I'm bringing sexy back. Ja. Yeah. Ach ja, hier, eigentlich soll ich ja jetzt wahrscheinlich da weiter. Was sagt mein PDA die ganze Zeit? Wieso ploppt er so? Da ist ja auch nichts hinzugekommen. Nichts Neues. Das ist ein bisschen blöd. Dieses Diary wird immer wieder grün, obwohl man diese Sachen schon gelesen hat. Und das, diese Funksprüche... Nee, sind auf jeden Fall nicht die, die hier schon rumgefunkt wurden. Ja, nicht. Ich finde, das klingt ja wie Tauben hier. Ich glaube, das sollen gar keine sein. Ach, und ich dachte, man könnte hier noch oben weiter. Ah, nee, kann man nicht. Man kann nur da unten weiter. Gut, dann gehen wir da wieder unten rein. Fallen hier runter, ich lebe noch, das finde ich schon mal gut. There's a stalker closing in on you. Looks like he's gunned down all our snipers. Watch out, he's coming from the bar. Well found. I didn't get it. Cover snipers all by himself? Yes, send a couple of guys to cover your asses. Roger, on it. Ah, ich flöße Respekt ein. Now you've done it, Wolfhound. A military chopper is coming to blow you to pieces. Das ist der Scientist übrigens. Der wohl was gegen Wolfhound hat, der ihn wahrscheinlich. Ja, der ihn haben möchte, den entführen möchte. Mit dem hier Night Vision sieht man ja auch nichts. There goes your chopper. You're next, you political scumbags.
Was? Wo? Ja, ach. Was da? Hier, ne? Da liegt er, ja. Da liegt er. Sehe ich das? Hätte ich den jetzt mit... Nicht wirklich. Ah! Gezielte kleine Schüsse. So, da bleib ich erstmal. Okay. Erstmal Artefacts mitnehmen natürlich. Okay, da kommen wir so nicht drauf. Noch ein Artefakt. Nochmal Art Attack. Noch ein Art Attack. Da ist noch eins. Hier auch. Guck an. Noch mehr. Was? Ah, da oben. Ah. Ich weiß gar nicht, wenn sie mich schon gesehen haben, ob dann Licht ausmachen überhaupt was bringt, aber... Habe ich ihn jetzt erwischt? Ah, guck mal, da geht's ja noch weiter. Was ist denn hier? Ja, tiefer will ich jetzt nicht reingehen. Sonst jetzt wäre der da oben nicht mehr drauf frisch, weil sonst würde doch auch nicht schießen, oder? Hey, aber jetzt kommt hier aber auch Wetter runter. Ich meine, es regnet schon die ganze Zeit, auch wenn wir keinen Sound dazu haben. Weltuntergang oder was? Nicht, dass ich gleich von einem Blitz getroffen werde. In dem Spiel ist mir das auch häufiger mal was passiert. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches das war. Final Fantasy 6? Ich glaube nicht. Mit 56er. Die brauche ich doch. Ja, nehme ich mit. Hier. Das ist radioaktiv. Nee, klingt eher nach Anomalie. Nee, ist radioaktiv. Raus hier! Ey. Das lassen wir mal. Da gehen wir nicht weiter. Und dem habe ich noch nicht eingesammelt. 556er. Das ist was zu fressi. Lecky. Dazu von lecker. Aufgesprungen und dem da gehen wir nicht drauf, das ist fertig. Wenn ja keine Maschine, die von Strom dann noch profitiert. Nein. Ich bin ein Mensch. Und dann tut das weh. Hier ist ja gar nichts. Das gehe ich überhaupt hier hin. Ich speichere nochmal, weil ich glaube, gleich kommt es nämlich der hier Wissenschaftler. Wird nämlich gleich da erwähnt. Nein, wir sind der andere Typ da oben. Schiebung! Eismelschiebung. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich der Punkt, wo es gleich dazu kommt, dass ich mache mal doch jetzt wieder Automatic Shooting Mode. Weil es so klingt, als würde ich denen immer näher kommen.
Okay, aber hier ist ja gar nichts. Was mache ich denn dann überhaupt hier, wenn hier gar nichts ist? Ja, nee, also wirklich da. Night Vision muss ich, glaube ich, mal. Ich glaube, da gab es auch mal so eine Mod, Better Night Vision oder so. Vielleicht installiere ich die doch einmal, weil die bringt ja eigentlich nicht viel. Wie komme ich wieder raus? Ah, da ist die Tür. Okay. Er war der größte Stalker der Welt und starb, weil er nicht wusste, wie man die Tür aufmacht. Ich weiß auch nicht, wie es. Komme ich von da oder von. Ich komme von da, gehe jetzt hier lang. Okay. Kratze mal kurz am Kopf. Klingt wieder nach Radioactive. Nein, oder doch, Anomalie. You stalker. Atlas. We were attacked by Mercs and half of our team was killed. Atlas. Ach, zu Krugloff. Ah! That's it, you egghead moron. Either you give me the results or you leave this place. Eggheads sind also Scientists. If you attack, I will destroy the information. You won't get my work. Hab ich? Echt? Das wusste ich nicht. Mit dem Bensko Timmy. Ja, danke, dass ihr mir eben gezeigt habt, wo das alles ist. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Ich renne da jetzt einfach mal hin. Weil ich weiß noch, letztes Mal habe ich es nicht geschafft, weil der Doktor dann gekillt wurde. Ich mache es einfach auf die schnelle Art und Weise und hoffe, dass ich überlebe. Jetzt schon mal hier. Okay. Und lebe auch noch. Okay. Habe ich aber auch gesehen. Dann mache ich mal lieber das hier an, weil dann sehe ich mehr. Hier habe ich. Hier wurde ich doch gerade abgeschossen. Das war, habe ich doch nicht geträumt. Ja, wer träumt auch schon davon, abgeschossen zu werden? Ah, ihr seid die Scientists. Hallo! Zusammen schaffen wir das. Gemeinsam sind wir stark. Wir müssen nur an euch glauben. Bitch. Habe ich verstanden. Wo sind jetzt die Schießerer? Da! Was? Wo? Oh. Ah! Ah! Was? Wo? Nein, sie schießen auf mich. Wieso machen die denn sowas? Ein paar Bandages nehmen, okay. Ah, okay, dich habe ich gesehen. Lebt den Krugloff überhaupt noch? Hier unten soll er sein, ne? Oder wo? Bist du Krugloff? Bist du Krugloff? We were returning from Yantar when the Mercs shut down our helicopter. I heard that they are looking for information, but I know they will kill us. Okay. Also. Das hat er gerade gesagt. Stalker, I'm begging you. We were returning from Yantar when the Mercs shut down our helicopter. I heard that they are looking for information, but I know they'll kill us. Help me get to the lake and I'll tell you everything I know about what you call the brain scorcher. The barkeep will pay you well. Okay. Thank you, Stalker. I'm not much of a fighter, but I know the way, so I'll lead and you cover us. Und willst du, hast du Wodka? Willst du Wodka? Nein? Okay. Dann see you. Whatever you say, Mark One. If you go first, then I'll follow you. Einer ist da noch, ja, das habe ich auch gemerkt. Einen haben wir noch. Der Professor Sokolov, kein Krugloff, er konnte nicht zu weit gehen.
Ich mach mal auch eben so einen Krugloff Alive Save. Weil Escort Mission, ihr kennt das. Wird nicht lange dauern, da stellt ihr mir weg. Ah, ihr seid ja überall! Ihr Arschis. Wo ist Krugloff? Hä? Ja, genau. Da habe ich ja gesagt. Ist tot. Ich will noch mal eben kurz die Welt retten. Ah, guck mal. Hier. Eins, apropos retten. Ich werde noch eben das Licht retten. Und komm, wir gehen auch mal eben Pipi machen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und Schweidewide Gates. Auch mal schade, wenn es hier so still ist mit dem Spiel. Ach, ist total ein bisschen blau hier auch das Licht, aber ansonsten bin ich immer noch froh über die, was die Webcam hier automatisch macht. Klar, das ist viel zu hell hier. Weißt du, können wir auch eigentlich. Ah. Oh yeah. Ah. Oh yeah. So steht's gut. Weißt du was? Weiter geht's. Kann man mich hören? Ist mein Ton all right? Yes, it is. Is it. Ton sind alle meine Kleider. Ton ist alles, was ich hab. Ja, wo bist du denn jetzt, Typ? Buddy. Kollege. Wo bist du hier lang gegangen? Vielleicht ist er da lang gegangen und ich bin einfach einen richtig kack Weg. Gut, dass ich hier vorher gespeichert habe. Wirklich. Mal. Yeah, I'm trying to, but I don't know where you are! God damn it! Ah, da ist mein Buddy. Ja, mein toter Buddy. Lalalala. Okay, ich renne ihm erstmal jetzt einfach stumpf hinterher. Jetzt weiß ich ja wenigstens in etwa, welchen Weg er gegangen ist. Ich will noch eben kurz den Wissenschaftler retten. Hier, you are. Okay. Jetzt kümmere ich mich um die Bastarde. Friggin' Bastard. Was wo? Ah, danke. Wow, okay. Das ist ein Game Over. Ja, hab ich. Nein! Ja, hab ich verstanden. Schrie! Mhm, Game Over. Keine Widerworte. Das ist auf jeden Fall. Das war tot. Apropos, komm mal nochmal hier. Ja, genau. Ich will sie ein bisschen roter, fand ich eigentlich ganz gut. Dann hier wieder den Kontrast rein. Wie jetzt? Hier folgt mir einfach jemand, obwohl ich so ein Spiel spiele, was sonst keinen interessiert. Dankeschön! Der Antone! Dankeschön, Antone! Oder ist es Anton ausgesprochen? Schön, dass du hier bist. Überrascht mich jetzt wirklich. Ich dachte, dass mir eigentlich niemand zuguckt. Vor allem nicht jemand, den ich doch nie vorher gesehen habe. Ja, aber bevor du. Du hast dich ja vielleicht auch mit Absicht vorher nicht. Hier lang.
gemeldet. Will ich jetzt hier auch nicht in irgendeine Unterhaltung hineinziehen, die du führen wolltest. Aber herzlich willkommen, vielen Dank fürs Folgen und ja, lass diesen tollen Stream auf dich wirken. Ja, eigentlich trying to be butthole. Wärst du nicht einfach mit... Also, wieso hat der Typ eigentlich einen Raketenwerfer? Okay, jetzt ganz ruhig. Ach, da ist er ja! Dode? Oder nicht Dode? Ah, Moment. Das war doch... Ja. Ja, jetzt trifft er. Was? Jetzt gehst du einfach weiter. Erinnerst du dich nicht an den Typen mit dem Raketenwerfer? Einfach mal Quick Save. Ich habe ja auch einen Hard Save gemacht. I see Kruglov at the construction site. Let's go get him. No, don't get him. Ach, und da ist er tot. Heieiei. Hallo, der Antone! Sag ich das? Ist das richtig? Antone? Oder Anton? Nur mit einem stummen E am Ende? Guten Tag! Was? Er schiebt mir, vergreift mir diese Ehre. Wie sagt man das noch? Was? Was vertreibt mir die Ehre? Nein. Was verschafft mir diese Ehre? Dass du an einem Freitagabend... Ne, da ist doch eigentlich hier Party überall. Okay, zurzeit wahrscheinlich nicht. Okay, ja, dann verstehe ich das auch, dass, was mir diese Ehre verschafft an einem Freitagabend. Wo... Moment. Ja, hier richtig. I see Kruglov at the construction site. Let's go get him. Ja, do not get him. Und schon wieder ist der Typ tot. Ah, okay. Gut zu wissen. Dann ist es Anton. Will er nicht deinen Namen verhunzen? Ich bin aber Feuerglatze, nicht Feuerglatz. Falls das nicht klar war. Wo stehst du? Hier stehst du. Ich stelle dich jetzt einfach direkt mal vor deine Nase, dann bin ich dein Schild. Ah! Weapon Jam! Und du auch nicht! Ah! Er lebt noch, okay. Ich höre das wohl. Da ist noch einer. Da ist er ja! Da war er ja. Quick Save. Die schaue ich mir später an. Die bleiben ja zum Glück bei Stalker liegen. Das war nur einer. Ah, nee. Anscheinend nicht. Das klingt nach, ja. Und Quick Save. Oh Gott, ich habe ja kaum noch Ammo. Shiznit. Und das ist die einzige Waffe, die ich habe. Vielleicht sollte ich mal die Gegner auch looten. Oder gleich Messertime. Bitte lass da jetzt nicht nochmal jemanden kommen. There is a burner anomaly heading the tunnel.
We'd better split up and go one by one. That will give us a better chance to survive. You go first, and when I see you have reached the end of the tunnel, I'll follow. Beware of the fire traps, and look out for hot air distortions. Ja, okay. Burner nennen wir das mal. Anton, wenn du, wie gesagt, wenn ich dir zu viel rede oder dich zu viel anspreche, dann... Oh Gott, zum Glück habe ich den jetzt nicht getroffen. Dann sag Bescheid. Da sind ja echt... Ach, scheiße. Könnt ihr nicht eben jetzt sterben da? Und ich habe keine Waffe wirklich. Ich hab, okay, ich habe... Pass auf. Ich habe jetzt hier mein Messer. Genau, Anton, ich wollte nämlich fragen... Ah, shit. Ob... du Stalker schon mal gespielt hast. Vielleicht laufen sie ja um mich herum und sehen mich gerade nicht. Die Cheeky Brikis. Was ist mit dem denn da jetzt passiert? Okay, sie hätten mich nicht gesehen. Das ist doch nett. Ach, okay, hast es anscheinend noch nicht gespielt. Worum es in dem Spiel geht? Gute Frage. Ich versuche mal, das eben so schnell es geht zusammenzufassen. Wir sind ein Stalker, das steht für Scavenger, Trespasser, Assassin, irgendwas mit Killer, Landschaftsarchitekt, nee, weiß ich nicht, und so weiter. Und wir sind in der Zone in Tschernobyl in den, ich glaube, Jahre 2000 oder 96, eins von beiden. Und es gab hier in der Welt des Spiels noch einen dritten oder einen zweiten Reaktor-Katastrophe hier in Tschernobyl. Und dadurch gab es dann hier in dieser Zone, nennt man das jetzt, viele Mutationen und Artefacts, die dadurch entstanden sind, Artefakte. Und wir als Stalker verdienen eben unser Geld damit, diese Artefakte zu finden und ja, riskieren halt unseren Kopf in der Zone. Wir im Besonderen, wir sind der Marked One, der Gezeichnete, und haben unser Gedächtnis verloren, nachdem wir irgendwo von einem Laster gefallen sind. Also das wissen wir sind irgendwo von einem Laster gefallen und ein anderer Stalker hat uns gefunden und zu dem Händler namens Sidorovic gebracht. Und für Sidorovic haben wir jetzt so den ein oder anderen Auftrag erfüllt, damit er uns weiter zu der einzigen Connection führt, die wir von unserer Vergangenheit haben. Das ist der Name Strelok und ein Foto auf unserem PDA. Und wir wollen halt wissen, wer sind wir? Was hat es mit Strelok auf sich? Wieso stand der in unserem PDA? Und auf dem Weg dahin, für die Aufgaben, die wir eben für den Händler machen, lernen wir auch, dass hier in dieser Zone auch wohl noch andere Experimente gemacht wurden oder so, die vielleicht auch für den Reaktorunfall Nummer 2 verantwortlich sind. Man weiß es nicht. Und das ist das Spiel. Ja, ich... genau. Ja. Und wie soll ich da durchkommen, bitteschön? Hier siehst du vielleicht auch, Anton, hier sind so... Scheiße, ey. Hier sind so... Anomalien, so leichte Verzerrungen im Bild gewesen, die ich nur... Es klingt spannend, ja, aber es wird auch leider gar nicht so viel von der Story eigentlich... Ja, also ich hatte mir auch mal mehr erhofft, also dass die Story mehr in den Mittelpunkt rückt, bisher noch nicht. Und es gibt eben viel Survival-Aspekte hier. Okay. Und jetzt versuche ich halt, diese Viecher da auch noch zu erlegen. Ah, wobei, ich habe ja noch eine Granate. Und zwar nehme ich Large Radius. Nehme ich. Will ich eben nehmen. Oh Gott, wie komme ich an die Granate? Taste 6? Nein. Taste 4? 7? 8? 9? Und wenn man... Alter, das hat echt funktioniert.
krass. Weil ich nämlich keine Munition hatte, dachte ich mal, mache ich es einfach so. Hat anscheinend funktioniert. Das war eigentlich nur wirklich der letzte Versuch, irgendwie zu überleben. Verrückt. Wirklich verrückt. Das hätte nicht funktionieren dürfen. Lass uns mal eben hier ein bisschen futtern. Ja. Und vielleicht noch ein so ein Ding. So. Das hat ja doch echt funktioniert. Krass. Ja, und ansonsten ist das Spiel eben ja ein Survival-Shooter, würde ich sagen. Mit ein bisschen Horror. Sehr Open World, aber auch manchmal eine eher leere Welt. Ach Mann, ey. Yombi's Dead, nennen wir den jetzt so. Und die haben jetzt alle nicht so viel Persönlichkeit, die NPCs, aber naja. Ein bisschen Spaß macht es halt trotzdem hin und wieder. Vor allem, je länger man spielt und desto besser man wird. Und ich merke hier schon wieder, ich bin mit meinen Lichtverhältnissen nicht ganz zufrieden, aber kann doch damit leben. Doch, damit kann ich leben. Dann kann ich leben. Oder werde eben noch einmal kurz hier reingehen. Hier reingehen und hier reingehen und das gemacht haben und den hier hochklicken und abspeichern und jetzt ist alles wieder gut. Siehst du, guck an. Ist auch der erste Teil der Stalker-Reihe. Es gibt noch zwei andere und Stalker 2, also weil die drei hießen jetzt nicht Stalker 1, 2, 3, ist ein bisschen wie bei ja, Grand Theft Auto zum Beispiel. Stalker Shadow of Chernobyl, Stalker Call of Pripyat und Stalker. Noch irgendwas anderes. Na, Clear Sky. Das sind ja noch mehr von denen. Ah, Moment, ich habe doch hier auch Artefakte, die mir vielleicht gegen das Feuer helfen. Da hätte ich mal meinen anderen. Verdammt. Meine andere Rüstung an, die mir jetzt. Würde mir jetzt da mehr helfen. Okay, ich versuche da irgendwie durchzukommen. Das war zum Beispiel ein so ein Artefakt. Und diese Anomalien, die kreieren eben diese Artefakte. Und die sind immer nicht ganz einfach zu sehen. Du siehst manchmal, das wird dann so schummrig und man hat hier extra eine. Oh, ich warte eben, bis der hier auch angekommen ist, damit ich den locker killen kann. Man kann dann immer so man hat immer eine Schraube dabei. Unlimited Schrauben. Und die kann man so werfen, um zu schauen, ob der Weg vor einem frei ist oder ob man da geradewegs in so eine Anomalie tappt. Auch ein Shooter, bei dem man um die Ecke gucken kann. Das finde ich persönlich ja immer ganz praktisch. Okay, sonderlich gefährlich sind diese Zombies ja wirklich nicht. Ich könnte auch eben die. Ach komm, ja. Es ist eben Shotgun-Zeit. Okay. Davon haben sie wenigstens auch was und das. Kann ich gerade irgendwie benutzen. Eigentlich brauche ich ja nur eine Shotgun. Aber ich kann auch Munition aus den Shotguns von denen hier rausholen. Ja, also es geht sehr in die Tiefe, was auch Waffengedöns angeht. Ja, dann versuche ich es mal, da irgendwie durchzukommen. Nochmal quick gesaved. Und ich brauche einfach die Schraube da. Da hilft nichts. Ja, da kann ich schon nicht rein. Aber da kann ich rum und kann mir das nehmen. Will ich haben! Gib mir den Fireball! Weil diese Artefacts sind halt echt immer nicht wenig wert. Kann man auf jeden Fall gerne mal mitnehmen. Man muss auch halt viel darauf achten, dass man sich nicht über. Also nicht zu viel mitnimmt, weil man auch eine begrenzte Anzahl an Kilos hat, die man mitnehmen kann. 50 auch nur. Gar nicht so viel. Und ab da wird es halt immer schwieriger zu laufen. Und deswegen.
sind diese kleinen Artifacts genau das Richtige, um das zu verticken. Weil Waffen und so, erstens kauft das nicht jeder. Waffen, irgendwie interessiert das die Leute nicht so viel. Und zweitens wiegen Waffen halt auch viel mehr als so ein kleiner Fireball. Okay. Du da hinten lebst noch, ne? Mit deinem Suit. Ja, jetzt hier in the open wild. Weiß nicht, wie gut das ist. Ja, da kommt er einfach hinterher. Mit der Shotgun rumzulaufen. Ja, tut ihm nichts. Lass mal weiter, Kruglauf. Hier fühle ich mich nicht wohl. Ich nehme jetzt diese Waffe. Ne? Diese nehme ich. Wobei, das sind ja alles diese Zombies. Okay, dafür nehme ich dann doch die andere Waffe. Vielleicht lasse ich dafür einfach schießen, weil man sammelt keine XP oder sowas, wenn man was hier erlegt. Man kann halt nur Sachen looten. Nur looten ohne leveln. Die hat auf jeden Fall eine größere Reichweite als die Zombies, die auf uns zukommen. Du brauchst gar nicht auf mich schießen. Machst du gut. Echt? Kruglauf. Thank you for your help. I owe you one, so here, take this flash drive. These are the results of our last expedition. I'm sure Barkeep will pay you well for this stuff. We have made it to safety, yes? Marked one. If you visit our mobile laboratory, we will give you a scientific suit. Ooh, nice. We'll see. I'd like to know something. Who are you and how did you end up here? My name is Kruglov. I am a professor of biology. I studied the zone. Yesterday, for example, I found an animal of particular interest, Anthropomorphos dendromutantus vulgaris. I mostly find in document new species of mutant animals, their traits and distinctive features. The information is then thoroughly studied and transferred to the outside world. Some of it, of course, goes to the barkeep. My discoveries have helped to save the lives of many stalkers. I was just transporting the results of my latest research to the laboratory near Lake Yantar when the helicopter came under fire. And tell me about the zone. The zone. It's a wonderful gift to humanity. Of course, normal existence here is not possible due to the high radiation levels and aggressive mutants. All of these things are obviously extremely dangerous, but they are also things of great scientific value. The zone is almost a natural experiment, a treasure for scientists like me. The extent to which humanity's knowledge could be increased through the study of the zone is unfathomable. Technology, medicine, new plants, medical and edible, biotechnology, cures for incurable diseases, anything, anything is possible. Perhaps we can solve the food problem for the entire planet. I don't know. I'm no scientist. I am, but I digress. If people didn't interfere, science could lead humanity into a new golden era. June thinks otherwise. Maybe there is some use in studying the zone. So you understand that too? It's wonderful to discover that there are those among you who are not narrow-minded, practical people. I've always said it's important to look at the whole set of issues from a broader perspective, to distance ourselves from the simple human measures. Even if the zone has done harm to humanity, it can still be of great use to us. I'd like to know something more. Duty thinks otherwise, and even freedom and so weiter. You're simply incapable of grasping the whole picture. Your here and now problems are far more important to you than the future of humanity. No, I don't agree. I agree. Das sollst du nochmal wissen. So. Dann habe ich die Quest hier geschafft. Cool. Yantar lives. Hier, du da. Ne, ich habe schon deinen Namen wieder vergessen. Kruglauf lives. Nice. Dann so. Yes, you said it already. Dankeschön.
Trotzdem danke im Voraus natürlich. Klar. Ein echter Scientist-Suit. Könnte. Das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Könnte Wunder wirken. Ja, und das Spiel sieht halt auch. Ich finde ja. Echt nett aus. Es ist so. Ich glaube auch durch. Durch die Mods, die ich. Ich habe eine Mod installiert, das ist das Starter Pack einfach nur. Heißt das Starter Pack Mod. Was ist eigentlich mehr oder weniger nur macht, dass das auch auf Windows 8 und so weiter gut läuft und man es überhaupt irgendwie spielen kann. Und auch ein paar Wetter-Sachen sind eben mit installiert. Also. Es ist halt eine Wetter-Mod inklusive. Und das finde ich, sieht einfach echt schön aus. Also, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, was bei dem Wetter so realistisch aussieht. Aus der Zeit vor allem. Ja, er hat schon wieder. Na komm. Dann brauche ich die Waffe halt nicht mehr. Wo ist hier die Shotgun-Ammo? Ja, mehr will ich auch nicht fallen lassen. Die Droplins sind halt viel wert. Bandages brauche ich jetzt auch eigentlich nicht. Dann bin ich halt über dem Gewicht und mühe mir jetzt einen ab. Ja, okay. Ja, okay. Ist ja gut. Das heißt, Rennen ist nicht so. Also nimmt halt viel Ausdauer weg und auch so Laufen nimmt halt schon ein bisschen Ausdauer weg. Das sieht man ganz unten links. Oh! Cutie Cat! Miau, miau! Wasser ist Leben und dieser Schluck Wasser, der geht auf dich. Meine teuerste. Pam. Gespeichert. Jetzt versuche ich mal blind hier durchzukommen. Das lief ja schon mal nicht so gut. Kann man vielleicht. Ah. Ja, doch. Mein. Night Vision. Da kann ich die Anomalien doch noch besser erkennen, würde ich sagen. Aber wenn man, solange man hier in der Mitte bleibt, passiert, glaube ich, auch gar nichts. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das lief doch gut. So. Ist da nicht noch eine. Ja, noch ein Droplet. So, und jetzt hoffe ich, dass halt die. Ja, wo habe ich eigentlich meine ganzen Waffen? Also auf 1, 2, 3 ist nicht das, was ich. Okay, Weapon 1, 2, 3, 5, 6. 1 ist Knife. 2, 3, 4. Achso, ich habe ja. Ups, gar keine Equipped. Stimmt. Ich habe ja auch. 2 Schuss. Verdammt. Naja. Muss wohl. Nehme ich mal das Messer raus. Und gucke mich hier um und hoffe, dass ich die ganzen Sachen finde, die ich hier. Ihn noch nicht angeschaut habe, weil ich ja von irgendwelchen Mercenaries verfolgt wurde. Nur weil ich einem Scientist geholfen habe. We are Scientists. Wieso tut er denn sowas? Und genau, eigentlich bin ich ja für die Family Rifle hier, die ich dann auch gleich mitnehme. Aber erst einmal. Anton. Wenn du dich auch fragst, was sind das für oben links in meiner Map die grauen Punkte, das. Das sind Leichen. Oh ja, damit kann ich was anfangen. Sehr gut. Das heißt, da ist auch noch mehr drin. Nee, auch nicht. Und die roten Punkte sind Gegner und die gelben sind neutrale, grüne sind Freunde und ja, eigentlich so wie man es halt kennt. Ah, Granate auch. Nett, 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 nett. Ist da noch was drin? Nein. Und ja, man muss halt auch, oder. Um auf Nummer sicher zu gehen, gucke ich auch in die Waffen selbst, ob da doch noch was drin ist, weil die auch häufig in den Waffen noch die Munition drin hatten, die sie nicht benutzt haben. Deswegen jede Waffe einmal aufheben, reingucken und so weiter. Was ist jetzt hier? Hatte da keine? Oder habe ich sie jetzt aufgenommen? Nee. Wenn man lange auch die Maustaste gedrückt hält, die Aktionstaste gedrückt hält,
nimmt man auch so ein bisschen wie Autoloot Sachen aus der Nähe auf. Was habe ich gerade gemacht? Also nur guter Kram, wirklich. Ja, jetzt kann ich nicht mehr weiterlaufen, weil ich zu viel von diesen Dingern hier habe. Aber wenigstens wechsle ich mal in die Waffe, habe ich jetzt wieder Munition. Ist viel wert. Ist zwar nicht die für die gegen Rüstungen, also die Armor-Piercing Munition, aber immerhin. Wir folgen der Spur an Leichen erst einmal wieder zurück und kümmern uns dann um, es kommt davon, wenn man auf die Map guckt und nicht schaut, wo man hinläuft. Auf die Minimap um links. Und dann gehen wir an die Stashes. Das sind nämlich diese lila Dinger auf der Map. Ist hier denn was? Hier ist doch gar nichts. Macht mich doch jetzt nicht so verrückt. Doch, 556er. Das. Unloaden, droppen und weiter geht's. Ja, doch, hier. Ich komme wieder zu Kräften. Ich mache auch manchmal langsam wieder die Tasche. Ja, stimmt. Rocket Launcher. Wiegt aber leider auch halt alles. Rare for Stalkers, das stimmt. Aber lassen wir hier liegen. Kann ich halt nichts mit anfangen. Ist mir zu schwer. Und weitersuchen. Hier sind wieder. Moment, dabei habe ich doch eine Leiche nicht erkannt. Nicht gefunden. Moment, hier in dem Haus wahrscheinlich. Nee. Zack! Und nichts drin. Okay. Fällt übrigens gerade auf, dass Piep 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 heißt Anomalie in der Nähe und Geigerzähler ist was ja auch logisch ist. Da ist auch wieder nichts drin. Und Geigerzähler heißt Radiation. Ich dachte immer, das wäre das gleiche Geräusch. Ist es ja überhaupt nicht. Das eine macht Piep, das andere macht... Oder so ähnlich. Und bei dem war ich. Wo ist denn jetzt hier der andere graue Punkt? Man merkt, dass man abgestumpft ist, wenn man von... nicht von Leichen spricht oder Toten oder so, sondern von grauen Punkten. Hier? Nein. Grauer Punkt. Kennst du? Ich kenne Minecraft, aber ich habe es noch nie gespielt. Bist du der graue Punkt? Nee. Weil ich halt, das mag man jetzt vielleicht nicht meinen, wenn ich das Spiel hier jetzt spiele, ich eigentlich keine Spiele mag, die kein Ende nehmen, die keine Story so richtig haben. Ich weiß, Minecraft hat irgendwie auch eine Story. Ich finde jetzt den einen grauen Punkt nicht mehr, aber das ist auch egal. Aber weil, wenn ein Spiel endlos geht, dann komme ich nicht dazu, andere Spiele zu spielen. Und ich will eigentlich aber auch noch viele andere Spiele spielen. Und deswegen habe ich mich von Minecraft immer ferngehalten. Außerdem auch so Open World mit, du hast alle Freiheit der Welt, ja, die es gibt, und musst dir dein eigenes Spiel so machen, ist einfach nicht meins. Ist einfach nicht meins. Und du stehst auf Minecraft aber. Und dann auch noch Sachen bauen. Also ich habe überhaupt kein Interesse daran, digitale, schöne, tolle, aber digitale Häuser zu bauen. Ja, sorry.
Aber jeder wie er macht, ne? Ja, da komme ich gerade nicht so gut durch, weil ich nicht viel springen kann, weil ich ja wieder exhausted bin. Ach Moment, aber da ist die Waffe, die ich suche. Ach shit. Wahrscheinlich jedenfalls. Ja, vielleicht auch nicht. Moment, was stand denn hier in der Quest? Family Rifle. Ja, wo Bloodsuckers leben? Ach so. Ach komm, dann gehen wir vielleicht erstmal wieder zurück und verkaufen ein paar. Nicht Anomalies. Artifacts. Dann können wir auch wieder schneller laufen. So, dann gucke ich mir erstmal hier einen nach dem anderen durch. Die Waffe hatte ich ja früher auch. Das war übrigens das Geräusch, das gibt es, wenn die Stash-Infos haben. Also Infos, wo sie mal irgendwann in der Vergangenheit was gelagert haben. Dann kann man da hingehen und das stehlen. Ja. Aber das ist random. Also hat jeder NPC immer mal wieder. Zu dem hier. Düdlüdü. Auch nichts drin. Aber macht auch nichts, weil ich, wie gesagt, ich habe ja sowieso schon viel zu viel. Ich trage schon viel zu viel. Kann man das aufmachen? Ich glaube ja. Was da drin? Nichts. Okay, cool. So, an dem war ich ja gerade. Hier war ich noch nicht. Und keine Munition. Ups, keine Munition drin. Ich verstehe es. Ich hab's ja. Ist ja fast nie so. Bei dem vielleicht. Ich bin aber auch ein bisschen froh, dass hier nicht noch mehr Munition ist, weil ich hart am Tragelimit bin. Ich nehme eine Waffe auf und dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Hey! das ist... Tut mir alle anderen leid, die das jetzt... Die ich nicht anspreche, aber Walter die Gurke... Ich glaube, das ist der beste Nickname, den ich je hier auf meinem Stream gesehen habe. Hallo, Walter! Du alte Gurke, du... willkommen an diesem Freitagabend zu Stalker, Shadow of Chernobyl. Sag dir Stalker, was? Hast du das schon mal gespielt? Hast du schon mal durchgespielt? Ich hab's mal angefangen und viel gespielt und kam nie weit. Und hier bin ich jetzt schon an einem Zeitpunkt, wo ich noch nie war vorher. Das heißt, ab hier ist alles blind oder First Playthrough oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und... Normalerweise habe ich ja sonst die letzten Tage Gothic 2, die Nacht des Raben und Torment Tides of Numenera gestreamt. Aber das ist heute mal mein erster bisher, und das ist mein 131. Stream, und das ist mein erster spontaner, hatte ich mal wieder Lust auf Stalker, weil ich habe es schon mal angefangen zu streamen, aber das hat meinen Stammzuschauern nicht so gut gefallen. Und jetzt bin ich wahrscheinlich... Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Nee, okay. Und deswegen habe ich irgendwann aufgehört und andere Sachen gespielt. Aber ja. Sagt dir nichts. Ah, okay. Wie kommst du denn dann hier hin? Was hat dich hierher verschlagen? Weil ich dachte jedenfalls, dass wenn man... Meistens ist es ja so, dass wenn Leute irgendwie... dann lasse ich den Wodka hier halt liegen. Den brauche ich nicht. Oder komm, ich trinke den. So. Dass man ja eigentlich nach dem sucht, was man so gerne sieht zum Spiel. Map. Aber das sollte jetzt nicht wie Kritik klingen. Im Gegenteil. Bin ja froh, dass du hier bist. Aber ich wollte jetzt nochmal kurz klarstellen, dass es keine Kritik ist. Ich bin ja... Sei hier so viel du willst. Da will ich lang. Also jetzt geradeaus, ne? Genau. Ich erinnere mich. Hallo!
Green Corn Velocity! Ein Freund hat dich mir empfohlen. Hat mir dich. Ach so. Ach cool. Kann ich denn fragen, wer das ist? Ist diese Person schon lange hier? So ein paar Leute gibt's ja schon, die hier fast immer dabei sind. Hi, Corn Velocity. Hast du schon mal Stalker gespielt? Oder hast du überhaupt Interesse dran? Und sagt dir das was? Das Einzige, was mich hier an Stalker halt nervt, wobei ich auch denke, es gehört auch irgendwie schon zum Spiel dazu, ist... Ja, den lasse ich da mal liegen. Oder laufen halt. Ich glaube, das war ein Blattsacker. Ja. Dass man nur... Ich dachte, ich hätte einen Helikopter gehört. Dass man nur 60 Kilo mitnehmen kann und immer, wenn man was verkaufen möchte, muss man erstmal den langen Heimweg antreten zu dem Trader seines Vertrauens und darf dann da alles verkaufen. Das ist immer ein bisschen nervig, aber ja, ich glaube, ein Survival-Spiel, was diese Mechanik nicht hat, ist auch sehr selten. Ach, das war der Anton! Ach so! Ach, der Anton! Cool! Dann habe ich dich ja innerhalb von einer Stunde? Wie lange stream ich schon heute? Weiß ich nicht. Freund oder Feind? Ja, okay, ich gehe dann mal. Oder wollen wir kurz mit einer reden? Greetings, Stalker. Stalker, leave. We're going to take down the cordoning off. We're going to take down the cordoning off. Ah, verstehe. Die öffnen bald wieder. For now, we keep it up only during the day and leave for the night. It's too creepy here at night. Ach so. Ja, schön, Anton, dass es so schnell ging. Freut mich, dass es dir gefällt. Trotz, wie gesagt, einem Spiel, wovor die meisten abhauen. Ich wollte das mal spielen, hat mir dann aber doch zu sehr in die Hose gemacht. Ach so. Bist du auch jemand, wie Shiroxy auch zum Beispiel, sie mag Horror, kann aber Horror nicht spielen. Sie mag Horrorfilme, das geht, aber Horrorspiele kann sie nicht anrühren. Und das halt eben auch bei so kleinen Dosen an Horror, wie bei Stalker eben auch. Weil Stalker ist ja an sich auch jetzt kein so krasser Horror. Klar, auf jeden Fall würde ich auch, ist dem Horror-Genre adjacent, hat schon damit zu tun, berührt es auf jeden Fall. Aber es ist jetzt, sagen wir mal, kein Silent Hill. Vor allem ist man ja auch echt stark bewaffnet. Also Survival-Horror ist es ja dementsprechend irgendwie auch dann doch nicht. Obwohl es ein Survival-Shooter ist mit Horror-Elementen. Ich fange an zu labern. Ich höre jetzt mal auf. Ich will eigentlich ja nur zum Trader und da eben meine Artifacts verkaufen. Das bist du auch. Wie viel Prozent sind das? 10.000 Prozent. Hellblade. Ist es hier Hellblade Senua's Sacrifice? Habe ich nie gespielt. Will ich spielen? Spoiler nichts. Aber das hat Horror in sich. Das wusste ich gar nicht. Habe ich eigentlich gerade zum Trader? Weiß gar nicht. Ja, hier ist er ja. Die 1100 Rats Bar. Da, da, da. I said, come in. Don't stand there. Ja, ich bin doch gerade dabei. Jetzt hetz mich nicht. Ich reagiere nicht gut auf Hetze. Talk to Barkeep. Das ist mal ein Fernsehprogramm. Ist das Eisenbahn-TV? Kennt ihr Eisenbahn-TV? Das, was irgendwie um 0.30 Uhr auf Dreisat oder was weiß ich was läuft. Und dann hat man aus der Ego-Perspektive des Zuges oder der Eisenbahn, fährt man schön durch weiß ich wohin. Aber das habe ich mir damals, das war zur Domian-Zeit, wo ich immer nicht mehr Herr meiner Sinne aus der Disco kam. Und dann erstmal Eisenbahn-TV, Astro-TV und Domian. Alles sehr unterhaltsam. Das habe ich mir dann reingezogen. Ah. Das verstehe ich, Convelocity. Ist das so Psychological Horror? Ist, glaube ich, das, wie das Steam Tag heißen würde.
Da, ja, wie auch Soma zum Beispiel, war auch gar nicht so ein krasses Horrorspiel. Was, ich habe es auch mal gestreamt und durchgespielt, aber es hat einfach, da gab es so Mindfucks drin, wo ich auch, oder Inside, der 2.5D Side-Scroller-Plattformer von Playdead, auch so eine Atmosphäre, die einfach erdrückend ist. Auch wenn nicht viel oder so passiert. Alpenpanorama, ja, das ist, Walter, das ist auch so sehr vergleichbar. Das habe ich auch häufiger mal dann, das auch beim Durchsetzen geschaut. Und damals gab es noch DSF, ich sag nicht, was ich da geguckt habe. Echt? Ach stimmt, du warst ja sogar bei Soma, warst du ja dabei. Ich erinnere mich, ich dachte ja, ich habe noch nicht ganz mitgeschnitten, obwohl ich es ja weiß, dass du ja The Searching 2 hier, glaube ich, doch auf Twitch warst. Oder 1? Ich weiß gerade nicht. Stimmt, da warst du ja auch dabei. Astro TV ist immer noch super. Ich gucke auch sehr gerne Kalkofes Mattscheibe, wo auch Astro TV einfach seit Jahrzehnten für gute Verarsche-Unterhaltung sorgt. Und Kanal Telemedial. Ich glaube, der war auch mal bei Kalkofe, aber der sagt mir so an sich nichts. Den, ich persönlich habe den nicht. Die Droplets brauche ich alle nicht. Der Fireball ist ja gleich viel geiler. Okay, hier. Lass mich mal eben mit dir reden. Hey, Mardwan. Times change, but you don't. Still grumpy and aloof. Here, take a seat, have a drink. Might make you nicer. Trade, I want. Ich möchte dir das hier. Alle 15 Droplets verkaufen. Formed in the anomaly called Burner at high temperatures. From the exterior looks like a tear-shaped compound with a glossy surface covered in cracks. Ja. Kannst du alles haben. Bitteschön. Und Fireballs brauche ich eigentlich auch ja nur maximal 5. Gebe ich dir auch. Und Astro TV ist ja schon wie normales Fernsehen auf Crack. Also Doppelcrack. Krass. Ah, jetzt sehe ich erst, was du da vorgeschrieben hast. War früher nach 20 Uhr oder so auf Kika. Ich glaube, ich erinnere mich. Mit auch dem zweiten, was du da geschrieben hast. Der schöne. Die kleinen Nippel nach Kika. Ja, das war mal nicht gut. Ich unschuldiger kleine Feuerglatzer, hab dann auch so gesappt und einmal kurz über Kika und dann dachte ich so, wusch, was war das? Oder es war zumindest, auch wenn es nicht unbedingt ein Porno-TV war, aber es war auf jeden Fall Porno-Werbung. Teresa Orlowski, jetzt geprüft. Puff. Sechsmal die sechs. Ja, ich habe viel Fernsehen zu viel später Stunde geschaut damals. Nicht deswegen, aber ich will nur sagen, ich weiß genau, was du meinst. Moment, lass uns nochmal hier leaven. Hast du coole Jobs? Nightstar Artifact. Habe ich zufällig ein Nightstar Artifact? Dann kann ich das nämlich gleich in schön geben. Meat Chunk. Ich habe alles, nur kein Nightstar. Was ist denn das? Was für eine Scheiße. Ah, nee, hier könnte es sein. Nee. Kein Nightstar-Artefakt. Okay. Dann lass uns das einfach verkaufen. Wie gesagt, immer von jedem einbehalten, weil Health plus 400%. Ich könnte auch einfach ein Tank werden mit 400 Health und dafür dann ja mehr Aua bekommen. Ist vielleicht auf. Ist doch eigentlich nicht doof, oder? Glaube ich. Da lacht sie einfach nur. Also auf jeden Fall, die Droplets brauche ich alle nicht. Bis auf ein, weil manchmal bekommt man irgendwie so ein Assignment, dass man ja, die speziell finden soll und dann kriegt man halt mehr Geld dafür. Fireball brauche ich 5. Ja, wenn ich auf minus 100 Radiation haben möchte, dann schon. Ist ja schon ganz praktisch. Leave me alone. Life is bad enough. Slug brauche ich auch nicht. Hat auch nur einen. Brauche ich die wirklich überhaupt einmal? Ja, den Ding brauche ich auch. Me plus 400. Health plus 400. Ich könnte
plus 800% Health haben, wenn ich mich mit Meat Chunks ausrüste. Vielleicht. Erstmal Droplets alle weg, Fireballs weg und eine Slug weg. Das geht klar. Bitteschön. Rest hier Wurst, Käse, Bandages, das behalte ich alles. Ja. Mach ich schon wieder? Ah ja. No. See ya. Hier, Walter, Anton, was habt ihr denn damals abends gerne geschaut? Ah ja, ich weiß hier deinen Alpenblick, Alpenpanorama. Aber jetzt Butter bei die Fische. DSF oder nicht DSF? Nachts. Radiation. Erstmal Point. Also ich kann nicht hier. Ach, immer schwierig mit den ganzen Artifacts. Erstmal glaube ich, dieses hier plus 400 Health klingt echt gut. That was a noble deed. Sat 1. Ah, okay. Aber was auch noch gut war, war Kabel 1 oder Vox. Aber die, ich weiß nicht, der Stream nimmt, glaube ich, gerade, und da bin ich ganz alleine dran schuld, eine Wendung, die ich eigentlich gar nicht hervorrufen möchte. Eine Richtung, nicht Wendung. Radiation minus 2. Was habe ich denn hier eigentlich jetzt? Impact, Rupture, Bulletproof. Auch alles nur so kleine Mini. Der ist immer gut, weil der hat halt nichts Negatives. Radiation minus 30, Bleeding plus 100. Radiation minus 10. Minus 18 Endurance. Minus 20. 18 Endurance. Habe ich irgendwas plus Endurance? Habe ich, glaube ich, nicht. Nee, habe ich nicht. Was haben wir hier? Radiation minus 20, plus 100 Bleeding. Minus 400 Bleeding, aber Burn und Chemical Burn. Ist das kompliziert? Komm, dann mache ich noch hier minus 400 Bleeding. Und dafür hier minus 20 Radiation. Hey, Marked One. So, was haben wir jetzt hier? Bulletproofing, Chemical. Ach, dafür habe ich plus 400 Health. Aber plus 800% sogar jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass das schon, oder ich hoffe es einfach mal, dass das hier der Imbar-Mode ist, womit ich jetzt niemals sterbe. Ist ja schön. Ich bin doch noch minder. Ach so, Walter, die Gurke. Du warst schon wegen weniger auf der stillen Treppe von Twitch. Willst du damit sagen, dass wirklich kurz dein Kanal suspendiert wurde, oder dass du auf deinem Stream auch mal über Sachen geredet hast, wo du danach denkst, hätte jetzt nicht sein müssen. Burn und Chemical Burn, ich meine, das kommt ja dann vor, wenn es... lass mich mal, ich muss mal kurz hier gucken. Minus 20 Radiation ist gut, weil Radiation ist überall, man weiß nie, wann es da ist, deswegen auf jeden Fall haben. Bleeding plus 100 dafür. Das mache ich ja hiermit weg. Genau. Noch was Besseres gegen Radiation? Minus 20. Und dafür 18 Endurance, aber ich will halt viel laufen und rennen können, also nein. Da brauche ich auch nicht 5 Stück davon. Brauche ich nur 1 davon. So. Dreht, lief. See ya! Ey. Stoneflower. Bei diese kleinen Dinger, Bulletproofing plus 3 oder 2%, das bringt doch auch nichts. Mein Gott. Rupture auch nicht. Hier, das sind Nummern, Zahlen. 200. Radiation 10. Echt? Uch. Huf. Huch. Uff. Das wollte ich sagen. Oh, ja, dann bin ich doch ein bisschen vorsichtiger. Aber von dem, was ich gehört habe, oder von dem, was auch in den Stream-Richtlinien steht,
Du bist ja eine Frau, du darfst ja auch darüber gar nicht reden. Laut Twitch, oder? Und Männer schon. So, wenn man mal das pointiert formuliert. Kann aber auch sein, dass ich mich da irre. Ich folge auch gar nicht so der Twitch-Politik, da bin ich gar nicht. Ach, guck mal an! Noch hier, den Urchin habe ich ganz vergessen. Urchin. Meinst du, ich begebe mich auf dünnes Eis? Aber das guckt, hier guckt doch, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von Twitch hier zuguckt. Radiation minus 30, das ist gut, das ist gut. Dafür Bleeding plus 100, aber ich habe ja hier erstmal Super Health. Und wir Burn, Chemical Burn und Impact Rupture Bullet. Ah, die, das bist du eigentlich schon, das ist schon auch viel. Shit. Dann sollte ich das doch nicht machen mit meinen 400 Health. Ja, genau das meine ich. Ja. Aber ich habe hier schon häufiger rumgeflucht. Hat sich bisher zum Glück niemand gemeldet. Ja, komm. Drink once more. Das ist mir jetzt auch egal. Impact Rupture Bulletproofing. Das ist echt ein krasser Deal. 10%. Okay, letztes Mal. Ich gucke mir das mal hier durch. Aber gegen Rapture plus 5, das... Soll ich den Goldfisch dann einfach mal nehmen? Weil ich kann? Vielleicht sind zwei von denen auch ein bisschen viel. Pass auf, ich gucke erstmal, wie das dann aussieht, wenn ich jetzt hier plus 800% Health habe. Ob das dann meinem guten Jungen hier gut tut oder nicht. So. Yeah, thank you. Ich glaube auch. Also, außer du bist vielleicht ein Partner schon, dann kann ich mir vorstellen, dass Twitch da auch gerne häufiger mal drauf schaut. Oder dass halt einer deiner treuen Zuschauer dich verpetzt, was du für ein böser Bub oder eine böse Bubin bist. Hier ist der Flash Drive, Professor Krugloff, give me. Good boy, I think duty will be very, very grateful for this info. Here is your reward. I want to know something. Also das habe ich schon mal alles gefragt. Letztes Mal. Nightstar Artifact. Wieso habe ich das eigentlich nicht? Ich habe alle. Jedes behämmerte Artifact, aber das nicht. Aber das habe ich gerade ja schon mal gesagt. Moment, was ist denn. Wieso habe ich denn da so eine Zielscheibe auf meiner Map? Nein, welche Taste ist noch mein Journal? Tab, richtig. Ach ja, Family Rifle ist ja genau für ihn. Die ich ihm dann bringen soll. Würde ich dann ja auch machen. Okay. Okay, okay. Das war das. Dann gehen wir jetzt los und finden diese blöde Family Rifle, die ich eigentlich schon ursprünglich mal finden wollte. Weswegen ich überhaupt in diese Area gegangen bin. Hier habe ich ja meinen Stalker-Suit hingepackt. Was ist jetzt besser? Der hier, der noch ein bisschen heiler ist, oder der, der schon ein bisschen kaputter ist? Ein Bulletproof plus 28? Nein. Und der ist aber auch gegen Impact und Rupture nicht gut. Der schon. Und der Bulletproofing-Unterschied ist jetzt auch nicht mehr so groß. Dann ziehe ich meinen Stalker-Suit an und lass den einfach mal hier liegen. So. Hier schön hinterm Baum, damit ihn keiner findet. Ich glaube übrigens, also alles, was hier irgendwo liegt, nimmt keiner, also kein NPC auf. So unfair ist das Spiel dann nicht. Ich will aber, dass der hier liegt. Da bin ich jetzt eigen. Ja, das ist in Ordnung. Oh, ja, sehr gut. Was ist? Leben? Cutie Cat, miau miau. Habe ich auch wirklich jetzt weniger dran gedacht, wo hier Griffin oder Enno gerade nicht hier sind, die den sonst mal spammen, den Command. Wasser. Wasser ist Leben. Ich
Ich nehme an, du isst gerade... Ah, was? Du bist auch noch hier. Mestemba, guten Appetito. Wasser ist Leben. Auf dich, Mestemba. Oh, sehr gut. Ich bin nämlich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, Walter, auf dich komme ich gleich zurück. Convelocity, ich bin... Hast du es eigentlich lieber, ich nenne dich Convelocity? Constant, Con oder Velocity? Oder mit deinem echten Namen? Das darfst du alles eben jetzt entscheiden. Ja, ich muss nämlich auch sagen, ich bin noch nicht ganz glücklich mit all den Vorschlägen, die bisher eingegangen sind. Deswegen finde ich es sehr gut, dass du auf den Quallennamen sparst. Sollte aber auch nicht mehr so lange dauern, weil du als Subscriber bekommst ja dreimal so viel Flämmchen, glaube ich. Ich glaube, es sind dreimal so viel. So, und da gehen wir jetzt hin, zur Family Rifle. Zum Wild Territory. Und ich bin hier, das heißt, ich muss nach links. Und dann gibt es auch die Stash und so, okay. Was auch immer dir besser passt. Mein echter Name ist fürchterlich lang. Sowas merkt man sich auch nicht. Dann nenne ich dich Velocity. Ich mag das Wort gerne sagen. Irgendwie alles Velocity. Ja, dann bist du jetzt Velocity. Und Walter! Fragst du das, weil du gerade selber die Guten von Deutschländer isst? Warum heißen die nochmal Deutschländer? Sind die wirklich knackig wie Wiener? Würzig wie Frankfurter? Und zart wie Bockwürstchen? Heißen die darum Deutschländer? Ja, genau? Okay. Ich vergesse jedes Mal, wo es hier lang geht. Und verhedder mich immer an irgendeiner Stelle. Weil der Pfeil sagt da lang und der Weg sagt aber nicht da lang. Sind denn welche warm gemacht? Ich muss dich und Walter... Ich hoffe, du bist nicht so einer, der jetzt den Stream verlässt, mich blockiert und ababonniert. Ich esse kein Fleisch. Ich trinke keine Milch. Ich esse kein Ei. Man kann es also unter den Begriff vegan auch gerne zusammenfassen. Aber dein Name ist dafür umso schöner, Walter die Gurke. Dich würde ich zum Beispiel essen. Aber nur mit Salz. Ich bin auch kein großer Gurkenfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Wo kommt der denn auf einmal hierher? Secret Science Dash. Ja, nicht mehr Secret. Feuerglatze ist trotzdem sehr umweltbewusst, arbeite ich auch. Ach! Walter. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Reaktion gehört habe, wenn ich das jemandem sage. Ja, wirklich, Cutie Cat. Yeah, kapow. Cutie Cat ist übrigens meine Frau. Dass du nicht, weil du dich wunderst, was hier gerade, warum sie auch dazu was sagt. Schön, dann bin ich froh, dass du jetzt nicht mich mit irgendwelchen komischen Leuten in eine Schublade steckst. Aber guten Appetit wünsche ich dir trotzdem. Das heißt, ich hatte in meinem ganzen Leben nie ein Deutschländerwürstchen. Auch nicht in der Zeit, in der ich die noch gegessen hätte. Und das finde ich auch ein bisschen schade, weil die Werbung war schon immer die und der Rügenwalder Ritter. Das waren so schon die. Das war eine gute Wurstwerbung. Da ging es halt noch richtig um die Wurst. Jetzt nochmal den Suit gegen den angucken. 28, 28, 20, 40. Ja, kann ich leben. Dafür ist das ja. Ah, gegen Ruptures dann nicht. Okay. Impact. Was ist eigentlich Impact? Nämlich mit Haut? Wahrscheinlich, ne? Okay, habe ich hier einen. Hey, pst, nein, das soll doch jeder wissen. Was ist denn Mestemba? Wieso schreibst du was? Ich habe nicht verstanden. Ich meine, du weißt doch, was wir essen und was wir nicht essen. Ich meine, jetzt kennt man die Mini-Winnie-Würstchenkette. Oh ja, die wollte ich auch. Und ich glaube, die hatte ich auch nie. Oder doch, vielleicht. So sehen wir aus. Mit irgendeinem komischen Rollkragenpulli ballern wir hier auf andere Leute. Okay, wieso auch nicht?
Den lasse ich mal hier, dann den Secret Suit. Aber gut, dass ich weiß, wo einer ist, wenn ich den mal brauche. Als Kind immer die Mini-Würstchenkette, genau. Und ich glaube, ich hatte sie einmal zum Geburtstag. Wurde ja auch richtig als krasses Geburtstagsgeschenk für das Kind irgendwie vermarktet. Aber dann nie wieder. War den Eltern zu teuer. Okay. Muss jeder Elternteil für sich selbst wissen, aber das war den anscheinend zu teuer. Okay. Würstchen sind aber weird. Das ist... kann ich auf jeden Fall so stehen lassen. Würstchen sind weird. Du hast ein irisches Würstchen, oder was? Was, Miss Temba? Auch? Oh, jetzt sehe ich zum ersten... Ja, schade, die sehe ich nämlich leider sonst nicht auf meinem Bildschirm, die GIFs. Bin ich immer froh, wenn ich dann doch eins erwische auf dem Bildschirm. Nie bekommen. Auch ja, auch du nicht. Das Cutie Cat, deine Frau ist... Ach so, ja, das war dir natürlich überhaupt nicht klar. War das mit dem irischen Würstchen? Er hatte noch nie ein deutsches Würstchen, war einfach zu gut. Ach so! Jetzt verstehe ich den Gag und finde ihn nicht schlecht. Muss ich zugeben. Miss Denver. Das ist schon auf Heldrick-Niveau. Fast. Viele Freunde hier, das freut mich. Oder wo? Oh, wen visiert ihr denn jetzt? Sind da gleich schon wieder böse Leute um die Ecke? Offensichtlich. Den loot ich. Brauche ich? Ja. Und er hat auch wieder einen Rocket Launcher. Nichts toppt. Nee, das stimmt. Das stimmt. Komm, Velocity. Jetzt war die. Da ist ja noch nie eine. Ich stehe richtig am Schlauch. Mein Würstchen. Okay. In Originallänge. Mein Würstchen. Darum geht es. Du weißt schon. Das Würstchen. Entschuldigung. Dafür wird jetzt vielleicht mein Kanal doch mal auf Auszeit genommen. Ich kann übrigens... Ja, ich glaube auch. Ich kann übrigens richtig tief eine Banane in meinen Rachen schieben. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Bist du denn Feind? Ich nehme an, du kamst so stürmisch um die Ecke, hab einfach mal auf dich geschossen. Ja, doch. Du gehörst nämlich zu dem da, ne? Jetzt geht alle auf jeden Fall bei C&A einkaufen. Das sehe ich wohl. Das heißt, ihr gehört zusammen? Das heißt, ihr seid alle böse. Nein, das ist auch so wie Männer mit Hoodies. Den kannst du auch nicht trauen. Siehst einen Mann mit Hoodie auf der Straße, musst wegrennen. Nicht nochmal, bitte. Nein, mach ich nicht. Zeig mal, wir haben viele Bananen im Haus. Miss Temba, das kostet mindestens ein Affentheater, dass ich das mache. Der Name passt auch übrigens sehr gut, fällt mir jetzt auf. Okay, jetzt sind aber auf jeden Fall nicht mehr so viele von diesen bösen Buben hier. Was haben wir eigentlich hier? So, ich habe ja noch gar nicht alles richtig... Ah, tote Hunde. Haben die was? Okay, ja. Tote Hunde. Das möchte man auf jeden Fall in einem Spiel sehen. Ich gehe jetzt mal hier zum Stash, der angeblich hier sein soll. Das sieht man ja auf der Karte, das sind diese lila Symbole. Wie man da hinkommt, wird einem aber leider nicht angezeigt. Ah, ist wahrscheinlich da oben irgendwo. Und hier ist auch
Radiation. Ich hoffe einfach mal, dass das gut ausgeht. Ich renne da jetzt hin. Ah, was machst du denn da? Okay. Das ist doch nicht unfrei. Oh Gott. Jetzt hast du es ja wirklich eingelöst. Einen Moment. Erstmal, da weiß ich, gehe ich nicht nochmal rein. Dann glaube ich, ist meine Idee mit plus 400 Health und dafür aber kein Bulletproof keine gute Idee. To be frank, Hoodies an sich schon ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ich muss auch sagen, Hoodies verstehe ich nicht so ganz. Es gibt Jacken mit Kapuze. Wieso brauche ich dann einen Pulli mit Kapuze? Ich finde, Hoodies sehen an sich... Es ist halt ein Pulli. Sieht halt ein Pulli, sieht das erstmal gut aus. Aber dann hast du irgendwie so einen Buckel irgendwann unter der Jacke, weil du eine Kapuze mit einer Kapuze mit einer Kapuze mit einer Kapuze hast. Und ja, nun, Miss Temba. Tut mir leid, Cutie Cat. Fuckleboy, vielen Dank fürs Folgen. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass ich am Freitagabend mit diesem Spiel jetzt schon 3 neue Follower habe. Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank, Fuckleboy. Ich hoffe, dass du mit dem, was gleich passiert, deine Entscheidung nicht bereust. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Das ist auf jeden Fall richtig, Miss Temba. Das habe ich wirklich nicht gedacht. Die Banane ist so groß. Als Vergleich zu meiner Brille. So breit wie meine Brille. Wir haben übrigens, die waren alle etwa so groß. Ich habe jetzt keine größere Banane leider gefunden. Ich hoffe auch, dass ich nicht zu viel... Hört man mich ja? Dass ich nicht zu viel versprochen habe. Glasses for scale, genau. Und dass das wirklich tief ist jetzt. So. Sie ist auch sehr krumm. Das erschwert die Sache natürlich noch ein bisschen. Ich hoffe aber, dass ich trotzdem... Das weiß ich nicht genau, Cutie Cat. Gesperrt glaube ich nicht. Höchstens irgendwie ein Timeout. Und nein, das ist ja nicht... Das ist ja jetzt nur witzig. Ist ja nur Spaß. Wenn ein Kind das sehen würde, würde es überhaupt nicht verstehen, worum es eigentlich gerade geht. Und das ist, glaube ich, so das Level, wo ich weiß... Das darf doch jetzt nicht schlimm sein. Walda. Nein, Cutie Cat, wir haben noch 2 andere. Das ist eine von 3 Bananen. Keine Sorge. Die ist ja klein, richtig. Ich hoffe nicht zu klein. Aber wie gesagt, sie ist krumm. Das erschwert den Schwierigkeitsgrad. Und ich würde sagen, das ist jetzt auf jeden Fall nicht einfach. So medium bis high difficulty dazwischen. Für danach. Danke, Walter. Sehr schön, Convelocity. Das freut mich, dass es gefällt. Ja, aber mit so wenig Beißern wie möglich, Miss Timba, das ist ja das Ding. Das bringt dich auf die Startseite? Ja, ich hoffe. So. Ich glaube wirklich... Wenn das jetzt nicht so von Erfolg gekrönt ist, wie ich hoffe, dass es ist, müssen wir das nochmal machen, wenn wir irgendwann nicht so krumme Bananen haben. Weil ich glaube, das geht halt jetzt richtig direkt irgendwo rein. Aber ich mache jetzt einfach mal. Und rein damit! Habt ihr gesehen? Das war eine ganze Banane. Ich wollte sie aber nicht dort dann abbeißen, weil dann hätte ich das ganze Stück, das hätte, glaube ich, wehgetan. Aber noch einmal, um es zu beweisen, ich habe es wirklich geschafft. Du heulst? Okay. Dann guck noch mal durch die Tränen. Lecker Banane. Da wäre es fast passiert. Die ist abgebrochen. Kenners, wer gibt mir denn, hallo? Wer hat mir dieses Material gegeben? Du, der in der Ecke, du verlierst deinen Job.
Wenn du mir nochmal hier diese komischen Billigbananen bringst, die mitten im Zaubertrick abbrechen, ich wäre fast erstickt. Ist dir das klar? Felix! Du Sack! Ja, heul ruhig. Ja, tschüss. Ja, und komm nicht wieder. Guten Appetit. Erste Hilfe bin ich auch nicht mehr fit drin. Ich habe es aber kurz anders verstanden, dass du irgendwie sagst, Erste Hilfe, und in dem hier bist du auch nicht mehr so fit drin. Fand ich witzig. Beiß da ab? Na, bist du verrückt, Miss Timber? Ich weiß es nicht, Convelocity. Ich fühle mich aber geehrt, wenn du einen Clip machst. Ich kann mir nicht vorstellen, was daran schlimm jetzt war. Ich habe es auch noch nicht mal irgendwie... Ich habe einfach nur eine Banane tief in den Rachen gesteckt. Das war's ja. Es war ja jetzt nicht anzüglich. Also, ich freue mich auf den Clip. Und jetzt kommen Stream-Elements wieder dazwischen. Der kommt auch immer zu den ulkigsten Zeiten. Es tut mir übrigens leid, dass hier... keine Musik ist. So. War vielleicht nicht ganz so still. Sehr gute Antwort, Velocity. Bist du der, diese Animated Tenacious Coco Clapper? Verstehe ich nicht. Aber anscheinend ist das der Clip, auf den wir alle gewartet haben. Ohne Witz, wenn das jetzt das Ding ist, mit dem ich hier den Rekord sprenge, dann höre ich auf mit dem Spielen, dann mache ich nur noch so eine Scheiße. Ah, okay. Mein Durchbruch, ja. So. Durchbruch mit... Ja. In welcher Situation in meinem Leben habe ich so richtig Glück gehabt? Ich habe... Mir fallen zwei Situationen ein. Und Walter, der hier geht auf dich, dass du an mich so gedacht hast, dass ich das mit der Banane dann auch schön danach was trinke. Vielen Dank, Walter. Hätte ich zum Beispiel hier Schwertschlucken gemacht, hätte da auch keiner was gesagt, oder? Das ist halt nur eine Banane. Ist ja noch weniger als ein Schwert sogar. Also, ich könnte es nicht verstehen, wenn hier irgendwer aufmuckt von Twitch. Würde ich gegen klagen. Du kannst mehr als Banane. Du meinst mehr reinschieben oder mehr insgesamt? Der Bikini fehlt noch. Nächstes Mal eine Gurke. Ja, dann schlucke ich den Walter. Aubergine? Nein, das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Deine Reaktion, Walter, die war echt gut. Die zwei Situationen, in denen ich in meinem Leben Glück hatte. Ich hatte eine Hirnhautentzündung, habe sie überlebt. Mit Glück. Ich weiß nicht mehr genau, warum eigentlich, aber auf jeden Fall habe ich das getan. Und dann habe ich eines Nachts... Was bist du? Habe ich eines Nachts einer Frau zurückgeschrieben auf SchülerVZ, die 4 Jahre älter ist als ich. Hätte ich nicht machen müssen, habe ich aber. Die mich gelobt hat, wie toll ich doch getanzt habe in der Disco, in der sie auch kurz vorher noch war. Oder einen Tag vorher war. Zu dem Lied Little Lion Man hätte ich wohl nicht schlecht getanzt. Und als ich dieser Frau zurückgeschrieben habe, das war der zweite Punkt in meinem Leben, wo ich sagen muss, dass ich sehr viel Glück hatte.
Denn diese Person sitzt gerade vor Ihnen mit dem Namen Kitty Cat. Miau, miau. Was? Wieso? Was kann mehr? Physical Damage und Blood Loss. Ah, okay. Und das hier gegen... Ah, gegen Radio Sickness und so. Okay, gut. Hier ist auch alles gefährlich. Diese ganzen Sounds machen mich verrückt. Ach, ich bin ja auch immer noch Grollo. Groß. Jetzt kommt diese... Wo kommt man von Bananen im Rachen zu... Ja, danke, Velocity. Habe ich dann auch gemerkt. Ich wusste auch... Da war noch irgendwas falsch. Naja, viel ist nicht passiert. Oh yeah, you gotta get swifty. You gotta get swifty in here. It's time to get swifty. Weil Stream Elements gefragt hat, wo in meinem Leben ich sehr viel Glück hatte. Und abgesehen von mir und irgendjemand anderes hatte doch auch ja, und dir, Velocity, hat niemand anderes geantwortet. Da wollte ich nochmal kurz Stream Elements, der ist und hat der Felix auch wieder programmiert. Der ist manchmal ein bisschen penetrant, deswegen wollte ich mal kurz und nein, Walter sollte sie nicht so groß sein. Dann wollte ich dem nochmal ein bisschen, ja. Das stimmt auch, Mestemba. Die komische neue. Die ist doch sitzen geblieben, oder? Deswegen, das war ja noch viel komischer. Deswegen war die auch neu bei uns. Die war ja viel älter als wir alle anderen. Wer? Ich komme mir hier vor. Ich verstehe gar nicht, warum hier alle schießen. Können wir nicht einfach Freunde sein? Das blute ich schon wieder. Komm, lass uns mal eben ein bisschen Fressi machen. Ah, hier. So. Ein Jahr nur älter. Ja. Weißt du, was in einem Jahr in der Zeit alles passiert, wenn man so jung ist? Da hat man die ersten Erfahrungen... Mit allem. Ja, aber die Schokolade war göttlich. Sind das die Bullet? Oh, die brauche ich überhaupt nicht. Die brauche ich. Jetzt gib mir doch, was du hast. Schau mir mal. Wo kam der denn gerade her? Enthaarungen? Was? Ach so. Ja, die hatte ich in dem Alter auch schon nötig. Erfahrungen. Jetzt bin ich immer noch hier. Oh, shit. Okay. Moment, eigentlich hatte ich aber auch eine Mission. Eigentlich wollte ich doch Stash angucken. Da geht's aber gerade nicht hin, weil ich da irgendwie nicht hinkomme. Ich weiß nicht, wie das geht. Und ob ich nun die ganzen Dinger hier erledige oder nicht, das, wie gesagt, gibt ja keine XP. Brauche ich also eigentlich auch gar nicht machen. Da gibt es aber auf jeden Fall einen Stash, wie man auf der Map sieht. Und das ist doch, glaube ich, der, den ich hier schon einmal in meinem Leben irgendwann gesehen habe. Ich meine, der ist irgendwo hier. Oder doch von hier aus? Wahrscheinlich auf dem Dach. Oh, da müssen wir hier hochklettern. Mann, Mann, Mann. Wo ist denn jetzt der Stash? Da gibt es immer coolen Kram. Und wer hat denn die Nerven, hier im Kriegsgebiet Gitarre gerade zu spielen? Das will ich mir auch eben angucken. Oder ist das einfach nur... Sound. Moment, ich speichere mal wirklich ab, ob hier echt gerade jemand Gitarre spielt. Ach, das seid ihr zu dritt. Gute Nacht, Cutie Cat. Miau, miau.
Wisst ihr was, es ist ja auch schon 22.16 Uhr. Eigentlich mache ich ja immer von 19 bis 22 Uhr. Leute von heute, ist noch jemand hier, der Interesse hat, mit mir noch ein bisschen für eine Viertelstunde Stalker zu spielen? Oder sollen wir langsam Schicht im Schacht machen? Also es... Für meinen ersten spontanen Stream, Stream Nummer 131, wie gesagt, bin ich echt zufrieden. Schön, dass du dabei warst, Walter, Anton und... und, ja, Velocity natürlich, aber die Neuen. Walter, Anton und ein Name war doch auch noch da. Aber jetzt komme ich mit Stream-Elements ganz durcheinander. Fackelboy, genau. Und? Fackelboy, richtig, Walter. Gehört er auch zu euch dreien? Bestimmt, du hast alles für heute gesehen. Ja, genau. Und dann bin ich noch froh, dass so ein Klassiker dabei herausgekommen ist, der irgendwann mir in 15 Jahren, wenn ich, weiß nicht, bei Markus Lanz auf dem Sofa sitze, dann gezeigt wird, hey, Herr Glatze, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Gut, aber wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann will ich wenigstens noch die eine Weapon finden. Das ist noch unsere Quest, die wir heute machen. Dann lasse ich das mit dem Stash da, oder... Wie viel kann ich überhaupt tragen? Man sieht ja auch nicht. Keine Ahnung, wo der sein sollte. Und das mit dem ganzen Gepiepe geht mir auch immer auf dem. Mit dem nicht bei Lanz. Nee, will ich ja eigentlich auch nicht. Fuckleboy ist ein richtig guter Fanboy-Name. Ja, das ist wie so. Kennt ihr Rocket Beans und Lauchboy? Da muss ich ein bisschen dran denken. Tut mir leid, Fackelboy. Oh, hier passiert so viel. Ich traue mich gar nicht weiterzugehen. Oder hast du was mit den Olympischen Spielen zu tun? Bist du einer der Fackelträger? Fackelläufer? Das wäre doch was. Dann wäre Fackelboy auch auf jeden Fall ein ordentlicher Name. Nee, aber muss ich auch sagen. Ich mag den Lanz ja eigentlich auch nicht so gern. Aber ich glaube, für Plasberg reicht es nicht. Und zum Maschberger gehe ich erst recht nicht. Die kann mir ganz gestohlen bleiben. Die habe ich gefressen. Uff, warum hast du denn... Was hast du denn da für krassen Shit? Das ist die gleiche, die ich habe. Dabei. Oh, ey. Hier können gerade überall Viecher sein. Ja, Schissi habe ich. Ich muss auch sagen, dass ich die Vermutung habe, dass meine Artifact-Idee mit 400 Health und dafür irgendwie minus 20 Bulletproof keine gute Idee war. Jetzt ist hier auch wieder Radiation. Mal das Licht aus. Aber dann sieht man mich halt auch immer schneller. Wieso... Radiation, no. Wieder mal Zeit. Ich hatte das Gefühl, so ein komischer Hund ist mir die ganze Zeit gefolgt. Das ging ja gar nicht aus, das Geräusch. Ist das jetzt hier die richtige Location? Stern-TV. Ja, mit dem Halaschka heißt der, ne? Mit dem würde ich mich auch noch unterhalten. Ja, was auch für die, die es nicht kennen, Stalker wirklich durchzieht und auch, finde ich, schon gar nicht schlecht macht, ist halt die KI, die einfach gegeneinander kämpft. Ja, gute Nacht, Miss Timber. Gute Nacht. Schön, dass ich dich zu Tränen bringen konnte. Das ist dafür lebe ich doch. Ja, das Stalker hier, als so viele einzelne Fraktionen hat, die gegeneinander kämpfen, dass man manchmal einfach nur irgendwie in der Nähe ist und hört, wie andere sich ummetzeln. Hat auch nicht jedes Spiel. Jedenfalls nicht so durchgezogen wie hier.
Wie komme ich denn da hoch? Da oben ist anscheinend ja diese Waffe, die ich brauche. Wobei in meiner Beschreibung stand, dass es da, wo Blattsacker sind. Okay. Vielleicht darüber hoch? Nee, da geht's ja auch nicht rein. Oh, ich hab... So, vielleicht bin ich hier mal kurz sicher. Denn ich glaube, das hier war keine gute Idee. Chemical Burn und Burn gibt es auf jeden Fall gerade sowieso nicht. Dann nehme ich lieber die, die mich ein bisschen bulletproofer machen. Und Rupture vor allem. Und hier, komm, ein bisschen Bulletproofing. Bulletproofing! Dafür habe ich ja auch Anti-Radiation. Und Anti-Bleeding. So. Gut, gut, gut. Okay, quick gesaved. Ach, gehe ich die ganze Zeit zum... Wie komme ich denn da zu der Waffe? Was warst du denn? Das ist eine Mutantenratte. Ich finde, das wäre auch übrigens ein cooler Nickname. Fackelboy, wenn du also... Entschuldigung, wenn ich dich jetzt beleidigt habe und du denkst, Feuerglatze kann mich mal. Mutantenratte? Finde ich auch nicht schlecht. Also für so einen Kleinen machst du aber ganz große Geräusche, muss ich sagen. Wie komme ich jetzt? Da ist doch... Wo ist die Waffe? Ich, falls ihr euch fragt, was hier los ist, ich soll für irgendwen seine Family Rifle wiederfinden. Und die ist da, wo das hier markiert ist, auf der Minimap. Und ich... Wahrscheinlich ein höher oder ein niedriger, wahrscheinlich ein höher. Und da muss ich irgendwie rauf, aber ich weiß nicht, wie ich da raufkomme. Weil ich komme nicht auf... Das heißt, ich muss irgendwie auf dieses Gebäude, um auf das andere zu springen. Und das kriege ich hin, indem ich... Indem ich auf die Kiste hier springe. Ja. Das war ein Satz mit X. Hier sind die ganzen Rocket Launcher auch. Mein Mann, Mann, Mann. Okay, nein. Das funktioniert so nicht. Oh, ein Stash, aber noch nicht aktiviert. Ne, hier ist noch nichts, nein. ich würde sagen, das ist vielleicht sogar First Hand, weil ich Second Hand in die Hose machen klingt eher so, als hätte ich mir auch, würde ich mir auch in die Hosen machen und du ziehst dieselben Hosen an, irgendwie. Aber so weit ist es ja noch nicht. Vielleicht doch hier drin? Aber ich... So ein bisschen... mache ich mit in die Hose. Auf jeden Fall. Und es... ist auf jeden Fall... so eine konstante Nervosität. So wird das... Ah, vielleicht auf diesen Turm. Ich muss irgendwie auf diesen Turm. Und hier ist ja die Leiter, nach der ich gesucht habe. Na, haben wir es ja. Ha! That was easy. Ich habe Pizza verstanden. Okay, ja, nein. Ich möchte ja... Wo ist jetzt diese Rival? Rifle der Mauswanderer? Nicht da drauf. Verstehe ich hier was nicht?
Ja, das ist übrigens auch ein ganz guter Vergleich. Also es ist ja halt beides, ne? Atomkatastrophe und so. Ich habe Fallout 4 leider. Ist leider, Entschuldigung, noch auf meiner Liste und noch nicht gespielt. 1 und 2 habe ich gespielt, aber 4 noch nicht. Und 3 auch noch nicht. And the, by the place where blood sucks, I'll upload you. Ja, bring mir. Das ist auf jeden Fall, hier muss die Family Rifle sein. Okay. Hier drauf? Was? Nein. Ah, das mal, das ist auch unsichtbare Mutantenviecher auch noch. Die gerne mal gegen Bahnen, also gegen irgendwelche Trailer, Hangar, Train-Dinger laufen. Oder sehe ich vielleicht von oben hier die Rifle irgendwo? Nee. Was ich auch mal eben testen muss, ich glaube, da ist so ein Pfeil auf der Map, bei dem Teil, wo... Ah, okay, hier kann ich auch hin. Wo das sein sollte. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob dieser Pfeil nach unten oder nach oben zeigt. Ah, ah, bing bang, wada wada, bing bang. Huh! Okay, und hier soll es sein. Fast. Ja, hier bin ich natürlich... Kann sein, dass man mich hier gut sieht. Hier liegt doch nichts. Hier ist keine Family Rifle. Jetzt springe ich mal darauf. Liegt die hier auf dem Dach? Und wenn ja, was hat er die auf dem Dach verloren? Was macht er denn auf Dächern? Oh, ja. New Vegas habe ich auch nicht gespielt. Ich möchte auch erst 3 und dann New Vegas spielen, glaube ich. Auf dich, Walter. Was das Leben. Das, also Velocity, wenn du das schon viel findest, findest du wahrscheinlich nicht, aber dann müsstest du Enno und Griffin auch erleben von den Gothic Streams. Die haben den Command richtig gespammt und deswegen habe ich auch jetzt einen eingestellt, dass der nur einmal pro Minute aktiviert werden kann. Ist die vielleicht da drunter? Vielleicht das. Ich weiß, vielleicht ist die da drunter. Und wenn ja, wieso kam ich da nicht von Anfang an drauf? Ich verstehe es aber irgendwie nicht. Ja, ich glaube auch. Aber wie gesagt, einmal pro Minute, hey, ist eine gute Dosis. Wasser ist halt Leben. Und dann muss ich auch viel Wasser trinken, um zu leben, um zu überleben, um... Ne? Prost, Anton. Anton, wenn du jetzt auch noch weißt, wo ich diese verdammte Waffe finde, dann kriegst du, dann schlucke ich einen ganzen Becher für dich. Und noch viel mehr. Nein. Es klingt ja sieht eigentlich so aus, als wäre das hier drin, aber da komme ich auch nicht rein. Oder ist hier irgendwie eine Tür, die ich öffnen kann? Ich bin kurz davor. Ist das die Family Rifle vielleicht? Nee, sonst wäre wahrscheinlich wieder irgendwas passiert. Was, wo? You better run!
squiggly. Squishy. Velocity, kann sein, dass du da mit Squiggly meinen bisherigen Favoriten erwischt hast. Aua im Spiel oder Aua bei Qualle? Ja, würde auch passen, stimmt. Jetzt bist du wieder pleite. Jetzt dauert ja nicht lang. Dann solltest du es ja auch wieder haben. Also, der Durchschnitt soll angeblich 220 pro Stunde sein auf Twitch. Und das heißt für dich ja noch viel mehr. Ich finde diese verdammte Rifle nicht. Okay, wisst ihr, was ich mache? Ich gucke eben... Oder die Minimap ist irgendwie komplett im Eimer? Ich gucke eben... Okay, ja, siehst du, dann ist das... Dann gehen das... Ah, wobei, du hattest ja auch... durch den Follow bekommst du nochmal 250 oder sowas. Deswegen. Pro Gurke. Weißt du, Gurken bestehen ja auch zu mehr als 90% aus Wasser. Wir verstehen uns. Walter. Walter ist Leben. Stalker. Family Rifle. Wirklich. Also ich finde da sonst nichts mehr. In the tunnel full of electro anomalies. The entrance is in the place of the player first made a crew glove. There will be a location marker for the item. It's on the ground and the 10 containers. Und einfach nur eine Sawn off Double Barrel. Okay. Ich weiß jetzt, wo es ist. Walter ist Leben. Walter ist Leben. Walter. Ja, das ist auch verrückt, oder? Wirklich. Also, ich gucke mich so an und denke auch, wo ist denn das ganze Wasser hin? Jetzt weiß ich, wie ich da hinkomme. Das heißt aber auch, wir müssen uns ein bisschen hier durchballern. Seid ihr bereit? For some action! Was sagt die Minimap? Ach, da oben irgendwo. Are you dead? He dead. Finde ich auch passend, die Hunde sind einfach auch nicht dumm, sondern die merken dann auch, wenn hier ein Stalker mit einer automatischen Gewehr irgendwie durch die Gegend läuft, dann hauen die auch ab. Und dann folgen die einem nicht mehr so wie am Anfang des Spiels. Hier unten geht's ja gar nicht rein. Shit, falscher Eingang. Na, okay. Finde ich halt den richtigen. Ist ja nicht so schwer. Aber was habe ich gerade gesagt? Okay. Vielleicht habe ich die ein bisschen überschätzt, die Hunde. Ah, da ist viel Radiation. Da gehen wir jetzt erstmal noch nicht hin. Auch wenn das Dash ist, aber... Gehe ich mit dem Scientist-Suit irgendwann mal hin. Zu 80% Walter. Nehmen wir mal das. Ist was? Ach, jetzt sehe ich auch erst, dass du durchschnittlich 70% aus Walter geschrieben hast und nicht Wasser. Ich bin 80% Walter, auf jeden Fall. Die Mutti. Grüße an Mutti, wenn sie auch mit zuhört. Dich habe ich wohl gesehen. Aber ich spare meine Munition. Ey, so, Eingang. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Ich war da schon mal. Ah, ich glaube hier lang. Nee, doch nicht. Aber so ähnlich. Oder doch hier? Ach, Leute. Ah, hier runter. Oder liegen auf jeden Fall schon mal... Oder sind da Anomalies?
Nee, das sind Rivals. Aber es ist so still. Too exhausted to walk. Ja, ich war eher 0,6 Kilo. Ach, du bist so ein Schwachmat, ey. Mr. Stalker hier. So, hier ist es nämlich. Gut. Ich habe plus 76 gegen Electric Shock. Vielleicht habe ich ja noch was gegen Electric Shock, weil das wäre jetzt, glaube ich, ganz praktisch. Radiation, Bleeding, Radiation, Health, Health, Rupture, Bulletproof. Okay. No idea. Ja, Walter, Convelocity wollte nur Affiliate werden, damit sie endlich Sachen stabben kann. Ich glaube, du wurdest gerade erstochen, ohne dass du es wusstest, Walter. Wie fühlt sich das an? Au, au. Das ist natürlich super, wenn man hier mit einem halben Herz Kasper irgendwie durch die Elektroanomalie läuft. Ach, geil, ey, geil. Das Spiel hat übrigens auch Night Vision. Sieht dann so aus. Irgendwie nicht cool, oder? Ich mag lieber die Taschenlampe. Nur dann sehen halt die Leute, dass man eine Taschenlampe hat. Bist du so ein kleiner... auf jeden Fall Toad. So eine Mutantenratte. Und was ist der Rückweg? Wie ist der Rückweg geplant, Leute? Okay. Als Cookie bin ich das gewohnt. Gutes Comeback. Kann ich durch das Auto krabbeln? Nein. Okay, nochmal. Vielleicht einfach ganz außen rum. Was hast du da? Toll. Munition, die kein Arsch braucht. Platsch! Oh. Kaplatsch! Was haben wir da? Big Ben. Aha. Mit Rival Bullets. Ja, aber die macht ordentlich Damage. Das ist wie die Magnum aus Resident Evil. Ja, die sollte schon 2500 Rubel. Ist auch nicht so viel Geld. Die Box! Die Box, soll ich das mal sagen? Die Box ist von Felix. Ja, er steht da schon wieder in der Ecke. Ja, ne, Felix, deine Box habe ich jetzt kaputt gemacht. Wie gefällt dir das? Du machst meine Banane kaputt? Ich mach deine Box kaputt. Weißt du was, ich kann auch dich kaputt machen. Ja. Geh ruhig raus aus der Tür. Geh ruhig raus. Tschüss. Das hat mir die Box getan. Ne, gerade eben dachte ich, wäre dann Beat. Ich nehme jetzt mal die Waffe mit. Weil kann man ja vielleicht gut verkaufen. Aber wo ist jetzt diese verdammte Rifle? Angeblich soll sich da auch nur um eine abgesägte Schrotflinte handeln. Ich kann doch jetzt nicht ins Feuer springen, um auf das Ding hier zu springen. Oh, das Spiel macht mich wahnsinnig. Okay, nochmal versuchen. Darum. Hat funktioniert. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen, ja. Aha. Ach, hier komme ich auch nicht rum. Ah, ja, super. Zwar wieder fast ohnmächtig, aber geschafft. So, und jetzt, wo soll... Apropos, hier sollen ja auch Gegner sein, fällt mir gerade ein. Bloodsuckers. Wie viele Channel Points, damit du Felix haust? Minus 10. Sicker Beat, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das wäre wie Affentheater. Walter, wie stehst du zu Gewürzgurken? Und du, Velocity, du auch.
Und jeder andere, der sich zum Thema Gewürzgurken äußern möchte. Bevor ich das sage, will ich erstmal eure Meinung hören. Okay, und die Waffe soll jetzt irgendwo hier sein? Okay, ich quicksave und quicksave auf. Ah! Sondern woanders? Velocity? Auf der Hand? Da ist die Family Rifle. Hunting Shotgun. Sehr lecker findest du, Walter. Ich muss sagen, Gewürzgurken sind überbewertet. Gewürzgurken, finde ich, sind so auf dem Burger manchmal nicht schlecht. Auf jeden Fall kein Muss. Und, ne, sind mir zu sauer. Oder ich hatte einfach noch nie eine gute Gewürzgurke. Achso, ja, wahrscheinlich. Okay, aber mit einem Gewürzgürkchen würde ich sagen, das kriegen wir alle hin, oder? So ein. Kann aber auch sein, dass ich was gegen Gewürzgurken habe. Auf jeden Fall. Röstzwiebeln. Auf dem Burger magst du sie hingegen nicht. Verrückt, Walter. Verrückt. Da entfaltet doch die Gewürzgurke ihre größte Stärke eigentlich. Meiner Meinung nach. Soll ich da jetzt noch weiter reingehen? Das sind auch nur tote Leichen und nichts Besonderes. Mhm. Ah, jetzt habe ich auch genug. Oh, nein. Nein. Diese Stärke zu groß. Polarisierende Meinung. Ja. Gewürzgurke ist. Treibt die Menschen auseinander. Geschafft. Okay. Was wollte ich denn eigentlich jetzt sagen? Gewürzgurke, hier. Röstzwiebeln, genau. Auf jeden Fall viel besser. Finde ich, sind aber auch nicht unbedingt ein Muss. Und mich wundert es, dass so wenig von diesen Burger-Fastfood-Dingern aber Röstzwiebeln drin haben. Als würden sie das gar nicht verstehen, wie gut eigentlich Röstzwiebeln auf dem Burger sind. Aber ich finde es auch sehr gut. Genau, zum Thema Gewürzgurke. Kann auch sein, dass ich da ein kleines Trauma habe, weil ich einmal, und das war, da war ich sehr jung noch. Sehr jung, okay, 16 glaube ich. Und ein Freund von mir war Russe und ich dachte, ja, der kennt sich bestimmt aus mit Wodka. Probiere ich das doch mal mit ihm. Und irgendwie hardcore ein Wodka-Schnäppelschen und dazu danach gleich eine Gewürzgurke hinterher. Und das habe ich mir ein bisschen angetan. Endete wirklich nicht gut. Und vielleicht habe ich deswegen auch seitdem irgendwie ein Trauma bezüglich Gewürzgurken. Könnte miteinander zusammenhängen. So, jetzt bringen wir eben noch die Rifle zurück. Und dann was für heute? Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Aber es ist aber nur Feuer. Ananas auf Pizza finde ich auch in Ordnung. Und ist auf jeden Fall auch eine polarisierende Meinung, das stimmt. Aber wer bist du denn? Achso, du bist nett. Hallo! Arugi Rubral. Oh, falsche Waffe. Keine Waffe. Wie kriege ich denn noch keine Waffe? Nicht, dass du mich gleich erschießt, nur weil ich hier. Binoculars, das ist auch in Ordnung, ne? Ja, hi. Oh, hey! Filka Casanova, wo hast du denn diesen Namen her? Okay, mit dem kann ich auch Sachen verkaufen. Was will ich denn verkaufen? Ach, der hat sogar 5000 Rubels. Hier, das kriegst du. Das kriegst du. Vielleicht kann ich auch die anderen Artefacts auch langsam mal verkaufen. Ja, so viel Energy Drinks braucht auch kein Mensch. Wie steht ihr zu Energy Drinks? Und ja, ich meine, Medikits sind zwar wichtig, aber. Komm. Findet man auch immer wieder. So.
Dankeschön, Dankeschön und bye bye. Оружие убрал. Also, ich hoffe, das ist der einfache Weg zurück. Oder werde ich hier auch gleich schon wieder gleich abgeschossen? Ach ja, Moment, hier waren ja die Gitarre spielenden Banditen. Was? Da hängt das Spiel und überrascht mich hiermit. Was ist denn das für eine... Was ist das für eine Tour? Und die Banditen haben es nicht gehört. Ah, Junge! Sag mal, siehst du nicht, dass ich schon deine ganze Familie hier gekillt habe? Und deine Familiesfamilie? Okay. Jetzt kommst du wieder! Ich schieße dir recht! So. Die haben auch alle keine Schwänze. Die kann man nämlich auch manchmal verkaufen. So. Ich habe ja hier, habe auch Hunger, oder? Ja, hier. Nehmen wir so eine Soja-Sucuk. Gut. Na, nur übrigens normale Zwiebeln auf Burger. Ah, es gibt drei Gerüche, die mir immer als erstes einfallen, wenn ich denke, oh, riecht das gut. Den einen nenne ich nicht. Der zweite ist gemahlenes Kaffeepulver. Oh. Und der dritte sind angebratene Zwiebeln. Finde ich auch richtig gut. Richtig gut finde ich angebratene Zwiebeln. Mit Wodka ist dir das neu? Ja, war mir auch. Und habe ich seitdem auch nie wieder gehört. Ich weiß nicht, ob der mich einfach wirklich verarschen wollte, aber ich dachte, das war eine russische Tradition. Wollte er wahrscheinlich wirklich. Ich habe noch nie wegen Alkohol gekotzt, aber jedes Mal durch Energydrinks. Ich kann Energydrinks nicht leiden und ich kann gar nicht so hoch zählen, wie oft ich schon durch Alkohol gekotzt habe. Und wie viel Filmrisse ich hatte. Aber ich will es nicht verherrlichen. Don't do that. Ist wirklich nicht gut. Hat auch nicht viel Spaß gemacht. Der Doggo will lachen. Ich muss den Hunden Gurken geben. Ja, dann... Weiß ich, wenn sie dann zu Wasser, weil so viel Gurke... Ah, oder dann leitet der Strom noch viel besser. Aber hat ja auch so funktioniert. Zwiebeln in Zitronensaft einwirken und dann kurz rösten? Echt? Anton! Walter! Kommt ihr beide aus meiner City? Kommt ihr beide aus Wilhelmshaven? Anton, sag jetzt nicht, du bist... Der Anton. Der aus dem Café Morgen, Anton. Oh Mann, ey, jetzt wird hier schon wieder... Hey, lieber Banane als Knarre, auf jeden Fall. ja, also das... Also wie jetzt, Anton? Mich hat die Banane überhaupt nicht traumatisiert. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich das mache. Ich will jetzt auch diesen einen Stash, der auch hier irgendwo sein sollte. Bist du morgen, Anton? Die Schlicktown Crew. Ja, also auf jeden Fall kenne ich das Café Morgen und Cutie Cat könnte auch sein, dass die dort arbeitet. Ist ja witzig. Walter, wie... Kennen wir uns? Anton, Walter, haben wir uns schon mal im Real Life unter vier Augen gesehen? Du bist Morgen, Anton! Ach, halloin! Sag bloß. Aber jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sage. Nicht, dass das auf die... Vielleicht die Chefs mitbekommen. Aber ich glaube nicht, dass die gerade neben dir sitzen und mitzuschauen. Wo ist denn der Stash? Wo ist denn der Stash? Der Twitch ist klein, ja. Ey, wenn meine Mutter das kann, was du könntest.
Weiß ich auch nicht, wo ich jetzt damit hinaus wollte. Aber nein, bist du nicht. Auf jeden Fall nicht. Das hört man schon am Schreibstil. So, hier irgendwo müsste doch... Das kann ich mal Cutie Cat sagen, dass der Morgan Anton hier war. Ich sag jetzt auch übrigens nur Morgan Anton. Ah, ich kenne. Weil ich natürlich jetzt nicht dich doxen möchte und deinen Nachnamen und so hier erwähne. Deswegen bist du jetzt Morgan. Da ist ja die. Da ist das Ding. Da muss ich hin. Okay, wie komme ich da drauf? So. So. Ah, ah. So. Oh yeah. We gotta get swifty. Hydroshock Rounds? Was können die denn? Aha. Hydroschock. Klingt auch wieder wie Wasser und Elektrizität. Das Thema geht heute einfach nicht vorbei. Den... Lass uns endlich zurück zum Trader und zu dem Hunter. Genau, Hunter hatte ja die Hunting Rifle, die wir ihm bringen sollen. Ah, war das... Das war mal wieder anstrengend. Hatte das? Mich hat noch niemand... als nicht meine Mutter beleidigt. Was meine Mutter, hä? Bist nicht meine Mutter, Velocity. Wie oft soll ich denn noch sagen? Ja, ich denke an jeden, der hier zuschaut. Dass ich nur unter Erlaubnis auch den Vornamen sage. Aber bei dir ist es, sag ich mal, ja auch nicht so schwierig, den herauszufinden. Bei Walter hingegen schon schwieriger. Man weiß nicht, heißt er Walter? Heißt er die? Heißt er Gurke? Oder hat er einen ganz anderen Namen? Denn wenn du und Walter befreundet seid, Anton, dann glaube ich nicht, dass Walter Walter heißt. Das wäre schon... Ich hoffe, ich... Die, 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 my darling. Der andere ist 10.000%ig Carolina. Fast. Ich meine, wenn man bei der Anton auch die Buchstaben vertauscht, hat man auch Tonadar. Tonadar. Oder Nordade. Nordade. Kann ja alles sein. Wie gesagt, ich weiß es nicht. So. Was sollte denn eigentlich die Frage, Anton, ob ich das Café Morgan kenne? War das dein sneaky way, um herauszufinden, ob ich smart genug bin, noch um diese später Stunde das zusammenzupuzzeln? Bleib bei Carolina. Aber du hast recht, mein echter Name lautet nicht Walter. Dass mein zweiter Name benannt nach meinem Urgroßvater. Aha. Mein zweiter Name ist Christian. Benannt nach meinem Vatersvater. Okay, nee, das wäre mein Großvater. Nee, mein Papa heißt Christian. Schon so schöne Licht- und Schatteneffekte, oder? Lass uns das noch mal kurz... Einmal kurz sehen. Wie die Wolken vorbeizischen und auch immer dafür sorgen, dass mal Sonne ist da und mal nicht ist da und... Boah, und dann das Wetter. Wirklich, ich habe selten so eine schöne Skybox gesehen. Ich bleib dabei. Wie du bei Carolina bleibst, bleib ich bei tollem Wetter. Dockst du einfach deinen Urgroßvater, ja. Aber man weiß ja nicht, außer der heißt Walter Gurke, dann weiß man jetzt schon den Nachnamen. Velocity, hast du nicht auch ein... Nee, du hast einen doppelten Nachnamen, ne? Du hast doch auch irgendwas Doppeltes. Dann nenne ich Onkel Walter. Und da habe ich guck mal, ist dein Name auf Twitch. Echt, das ist die Origin-Story von Walter die Gurke? Okay, ich muss sagen, es ist genau das Level an Origin-Story, wie ich es dachte, bei dem Namen Walter die Gurke. Uropa hieß Walter, ich mag gern Gurken. So, das... Meine Persönlichkeit lautet, mein Uropa hieß Walter, ich mag gern Gurken. Und wie heißen sie? Ja. Ist auf jeden Fall ein Hit, Walter.
Sie sind schon recht unpassend. Ja, finde ich auch, gerade für das Jahr 2004 oder so. Nicht schlecht. Walter Gurke Senior, Walter Gurke Junior, Walter Gurke der Dritte. Walter Gurke der Dritte. Nee, du bist nicht der, den ich sprechen möchte. Du bist es. Nee, wo bist du denn jetzt? Du bist es, ne? Der sich am Arsch kratzt. And the news. Did you find it? I found it. Here, your rifle. What? You found my rifle? I'm lost for words, man. Thank you so much. Thank you. I'm so grateful. I'm so grateful. You really helped me out there. You really did. Damn. Here, take this. It ain't much, but it's all I got. I won't forget your help and I hope to repay you in time. Listen, I'll tell you something. There's a weird boarded up house near the place you found my rifle. Nobody knows what's really inside, but you can see through the windows that there are anomalies there. Lots of them. There might be artifacts in there too. I don't know how to get there though. Das ist deine Bezahlung? Ah ne, da oben. Okay, $4,000. Immerhin. Später. Mit dem Layer of the Bloodsuckers. Jetzt gehen wir noch ein bisschen die Sachen verkaufen und dann... War das der gute Abend? Wenn du meinen jetzigen Namen schon schlimm findest, dann stell dir vor, ich kröne durch Hochzeit... Ich könnte durch Hochzeit... Ich finde ihn nicht schlimm. Ich meinte nur, dass du halt einen Doppelten hast doch irgendwo. Und deswegen, weil es ja um das Thema ging. Und heißt das, du hast denn... Hast du, eine Person in Aussicht mit der Hochzeit? Oder ist das nur einen Plan, den du verfolgst? Aber was ist denn noch schlimmer? Was wäre denn dann der Nachname? Welcher wäre denn schlimmer? Gurke zum Beispiel wäre echt witzig. Oder Atomfried? Oder andere? Jemand einfach mit einem Kopf auf... Wir können uns auf keine beiden schlimmen Namen einigen. Da bin ich froh, dass Cutie Cat und ich das zum Glück noch 2018 hinbekommen haben. Echt kacke. Wie lange seid ihr denn schon verlobt? Ey, du bist auch nur am Trinken für den einen Typen, ne? Okay, lass uns mal eben nochmal hier gucken. Die brauche ich. Ich habe doch meine. Ich habe die hier. Mit der Rate of Fire brauche ich nicht diese komische Big Ben. Nein. Move to Backpack. Die werde ich gleich verkaufen. Wiegt auch viel zu viel. Und du, ne, hast 556er immer. Das heißt, die kann ich dann auch gleich verkaufen. Okay. Dann. Ab zum Trader. Entschuldigung. Also. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Hydroshock. Kann ich da unter Wasser schießen? Aber man kann. Hier gibt es kein Wasser. Also wahrscheinlich nicht. Weg damit. Die brauche ich. Das sieht aus wie eine Seegurke. Heißt nicht Urchin auch Seegurke? Und genau deswegen denke ich das die ganze Zeit. Big Ben, weg damit. Doppelte Artifacts habe ich nicht mehr. Ich habe aber so viele Bandages. Also heute kann ich mir ja einfach mal... Ich bin ja völlig geheilt. Und immer noch zu viel wiegen tue ich. Ach ja, ich habe nichts verkauft. Hehehe. Also. Die Munition weg. Die Munition. Die Munition. Die Waffe. So, alles schon mal weg damit. Oh! Ah, Anton, das ist der letzte Schluck übrigens hier drin. Deine Schwester hat auch 2018 geheiratet. Ein Hoch auf deine Schwester. Auf Valona, die Gurke. Auf Valona. Aber ne, auf Anton und Valona. Du hast den Antrag gemacht. Wow! Eine runde Gurke mit Stab. Stimmt. Also Gurken sind heute überall. Gurken und Wasser. Du hast den Antrag gemacht. Wie denn?
Habt ihr euch irgendwo da getroffen, wo ich euch das erste Mal getroffen habt? Oder war das einfach so auf dem Sofa und du meintest, hey, Dude, oder Dudette? Wobei, das ist ja irgendwas von er, glaube ich, schon geschrieben. Willst du mich heiraten? Na, Sishi. Geil. Oder wie war das? Dann wärst du in eine gestachelte Gurke. Bist dann geschützt. Auch nicht schlecht, oder? Ich brauche auch, ich sag mal, maximal... Ich brauche nicht so viele Granaten. 3 von jedem. Komm. Auch weg. Wiegt einfach alles viel zu viel. Auch die Bandages. Wichtig, aber können auch weg. Energy Drink. Ah komm, nee, den behalte ich. Anti-Red brauche ich auch. 15. Findet man ja auch überall mal wieder. Ne? Ja, und jetzt ist die Frage. Diese alten Kack-Artefacts. Wobei, das Nightstar-Ding habe ich auch gerade nicht. Und das wäre eigentlich eine Quest, die ich machen könnte. Nee, ich behalte von jedem immer ein. Erstmal sieht das nach einer schönen Sammlung aus. Und zweitens... ich habe auch echt viel Geld, ne? Das gebe ich für gar nichts eigentlich aus. Wobei, so ein Stalker-Suit auch 30.000 Rubel kostet. Also, ne? Immer halblang. Was soll ich gerade noch sagen? Ja, außerdem ist es eine schöne Sammlung mit den Artifacts. Vielleicht gebe ich mir einfach mal... Vielleicht mache ich das so. Weil, wie gesagt, man kann ja in der Indie einfach schreiben, so und so viel Kilo kann ich tragen. Vielleicht gebe ich mir selber XP nach jedem... nach jeder neuen Location, die ich gefunden habe, und gebe mir irgendwie 1 Kilo mehr. Oder sowas. Das ist doch vielleicht ganz süß. Bei einer Führung bei einer Skischanze und er hat sich stundenlang das Panorama angeguckt. Da sind wir bei alten Panorama, Walter. Und ich habe wie eine Dumme gekniet und gewartet. Oh Gott. Du stehst auf Schmerzen. Hast du gerade mit dir selbst einen Dialog geführt? Stab, 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 stab! Ja, dachte ich auch eigentlich so als eigenen Schutz. Walter ist die Gurke. Deswegen heißt er ja auch so. Also, Velocity, hast du gesehen, dass du dich selber angesprochen hast? Wegen des Kniens, dachte ich jetzt halt. Nicht wegen der Stacheln. Na egal. Ski. Ich bin noch nie Ski gefahren. Ich habe noch nie... Komm, ich speichere schon mal. Habe ich doch wahrscheinlich auch gerade. Aber ich speichere nochmal hier hart. Einen harten Speicherstand. Und zwar... nenne ich ihn weiter geht's das nächste Mal. Kann man echt... Man kann hier... Man kann hier mit einem Space speichern. Weißt du was? Das ist mir zu unsicher. Ich sage lieber, weiter geht's. Nee, komm, ich sag noch viel besser. Weiter geht's. So. Und dann kann ich... Wo ist denn jetzt mein Weiter geht's? Und hier ist... Safe game. Weiter geht's. Safe. It exists. Ist denn Walter jetzt? Walter, wo bist du? Ah, hier habe ich doch auch schon mal mit Leerzeichen gespeichert. Dann geht das also ganz ohne Probleme. Aber Walter geht's. War nie wieder gesehen. Okay, nun. Ich bin doch ein Boomer. Ja, immer dieses Twitch. Es gibt immer wieder neue... Ich war noch nie auf TikTok. Oder was heißt das? Mein, wer war das schon? Du bestimmt, ne? Hier Walter und Anton. Jemand war bestimmt schon mal auf TikTok. Snapchat habe ich auch noch nie gehabt. Ja. Ich kenne mich auch mit... Auf Twitch war ich ja, bin ich ja jetzt auch erst Anfang dieses Jahres? Nee, Ende des vergangenen Jahres, ja. Verbuddeln wie eine Seegurke. Bist du dann auch eine runde Gurke? Sonst geht das nicht. I don't make the rules. Weiter geht's erst. Ja, du musst weiter geht's erst deleten. Ja, aber komisch. Ich meine, das sind doch komplette andere Buchstaben, dass er weiter geht's und Walter geht's. Denkt, das findet er nicht.
Oder war das in derselben Minute? Ich verstehe es nicht. Egal. Gibt es auch andere Formen? Du kannst auch ein 20-seitiger Würfel sein. Sind auch gut. TikTok haben wir. Habt ihr beide nicht? Yeah, cool. Dann seid ihr auch schon Boomer. Oder ist TikTok schon wieder out? Seegurken in vielen Formen. Das ist Diversity. Viele Formen, viele Farben. In Glitzer, mit weiß ich was. Welche leuchten von innen? Ja. Velocity, Walter, Anton, Fackelboy, wenn du noch hier bist. Es war mir ein spaßiger, spontaner Stream. Wirklich. Hätte nicht gedacht, dass wir heute sowas machen. Dass Stalker dir sogar gefällt. Velocity. Und also ich vermute, es hat gefallen, weil wenn man Secondhand in die Hose pissen hat, ich finde, das ist auf jeden Fall, klingt nach Unterhaltung. Meine Bananen-Skills konnte ich mal hier präsentieren, bin auch sehr stolz drauf. Velocity, bei deinem nächsten Stream, sag mal bitte konkret Bescheid, wann der ist und mal schauen, ob du bei der Bananen-Challenge mithalten kannst. Aber okay, wenn du das machst, wird Twitch wahrscheinlich doch wieder böser. Ich habe das nicht gesagt. Oder eine Gurke essen. Eine Gewürzgurke. Die Gewürzgurken-Challenge. Ach, ich laber Stuss. Es ist spät. Leute, ich habe Hunger. Und dann fange ich immer an, beim Abschied zu tratschen. Also. Ganz ruhig, Feuerglasse. Danke, Velocity. Es gab nur Highlights heute. Das klingt schon mal sehr schön. Ey! Sehr schön, Walter. Ich ping dich aggressiv auf Twitter an. Oh Gott, Wodka-Challenge, ja, mit Seegurken. Gut, ping mich an. Stupsen, stups mich. Das hat man doch früher bei Facebook gemacht, ne? Andere Leute gestupst. So richtig schön penetrant in die Rippen. Au. Stupsen. Ja, stupsen hieß das, glaube ich. Poke, genau. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr schön. Es freut mich immer, wenn ihr auch Spaß hattet und ich nicht einfach nur hier einsam ein Spiel spiele. Also, in diesem Sinne, gute Nacht, guten Appetit. Stupst alle euch gegenseitig an und viel Glück bei der Hochzeit irgendwann, Velocity. Ich hoffe, es wird vielleicht noch dieses Jahr was. Tschaußen! Tschüss! Tschüss! Tschüss!